Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Heute mit einer funktionierenden Version von Sound Farming resumed. Simulator. Ja, Nettie ist auch schon da, denke ich. Vielleicht. Manchmal, man, also manchmal ist sie Langweilig. da. Warum denn langweilig? Was? Ja, weil ich so lange warten muss. Ja, waren nur 3 Minuten. Aber es. Hallo? Vielleicht funktioniert doch heute alles. Erstmal ein Hi an Nadix, Hi an Justin 2, Hi an Hinidara, Hi an Daniel, Hi an Nettie. Hi an Ellie. Kannst du auch mal AO spielen? AO. Alicia Online meinst du sicherlich, oder? Weiß ich nicht, ob ich das spielen will. Olli, wann kommt das nächste Mal ETS? Wahrscheinlich am Freitag. Hi Daniel erstmal. Hi Benicool und ja, das war's. Ich würde Vor sagen. allem, warum heult ihr jetzt schon wieder nach ETS, Mensch? Es war ein halbes Jahr kein alles hopp. Doch, wir hatten gestern erst Alice 17, haben auch schon Leute gesagt. Gab's doch erst gestern. Hinidara hat's, glaube ich, geschrieben. Ja, irgendwie sowas, ne? So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir testen mal, ne? Also bei mir geht's. So, wir haben ja gesagt, wir machen ohne Mods. Was? Ohne Mods und ohne Passwort und Auto akzeptieren machen wir an. Ne, machen wir Auto akzeptieren an, da kommt jeder Idiot drauf. Unabhängig davon, dass es eh nur insgesamt 4 freie Plätze gibt. Sechs. Also insgesamt, ja, klar, aber wir beide sind ja eh schon drauf. Also nur 4 freie Plätze. 6 insgesamt. Ja, wir sehen ja, wer drauf joint, ne? Und dann können wir die ja immer noch kicken. So, ich lasse Auto akzeptieren an, also jeder kann drauf. Und wir starten genau jetzt. Und wir werden auch einen Server finden. Und hi Jan Fischer! Hashtag Olli soll AO spielen. Warum? Soll ich mir wirklich AO antun? Das sind doch Mädchenspieler, Mann. Na, das ist. Man muss sagen, das ist fast wie Mario Kart, ja? Bloß mit Fern. Oh Ja, Gott. wir müssen mal gucken. Vielleicht. Ich hab's ja eigentlich drauf, aber ich hab's nicht mehr gespielt, weil. Ich will nicht Was sagen, heißt Spiel wird denn geladen, dauert Ewigkeiten. Ah, jetzt. das hier? Das ist Jetzt. aber. Ich bin gejoint. Ich auch. Bad Chicken betritt Nice. den Server. Wie schnell kommst du denn hier rauf? Der Server war noch nicht mal richtig da und du bist schon da? Ja. So, die Map gefällt mir jetzt schon mal, weil die Grafik sieht geil aus und der Weg sieht geil aus. Der Kreisverkehr hier sieht geil aus. Ey, ich sag nur eins, ne? Das Flugzeug gehört mir. Wer als erster da ist. Das Flugzeug ist mein. Ah! Erster. Also, Ja, denkst du? hm? Kann man das auch fliegen? Entweder leckt mein TS oder. TS meinst du Nein. ja? Ja, irgendwas leckt hier. Das kann man gar nicht fliegen, das Flugzeug. Hi Olli, Was? Nettie, Denise. Denise? Olli, ja, was? Ja, ich hab's gestern vergessen zu sagen. Ja, wird Zeit, dass du online kommst, ne? Polo. So, was können wir jetzt hier machen? Ich bin schon am Arbeiten. Was machst du? Ja, du switchst hier durch die Gegend. Du bist wahrscheinlich schon in irgendein Fahrzeug geswitcht. Ich muss mir erstmal die Gegend hier angucken, bevor ich das mache. So, hier haben wir einen kleinen Hof. Und hallo, MikroArto07. Wer auch immer du bist. Ja, die Sache ist, dass uns findet jetzt jeder. Und jetzt können auch fremde Personen hier joinen, ne? Ja und? Ich habe ja gesagt, insgesamt nur 6 Plätze. Und wenn die Community. Ja, und dann kommt das die ganze Zeit, weil dann geht die Person wieder raus, User dann kommt sie joined your wieder rein, dann channel. geht sie wieder raus, dann kommt sie wieder rein. Hi. Sorry, aber meine Hi. Eltern sind überzeugt. Hallo. Ich wollte nur euch auch mal gute Nacht schon sagen. Möchtest du schlafen gehen? Ja. Also, ich werde mich jetzt langsam dazu begeben.
Ja, dann eine wunderschöne gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis dann. User disconnected from your channel. So, ich habe ja schon mal einen Mähdrescher und hab ein Feld. Und irgendeiner hat mich zugequatscht im Spiel. Ja, war im Spiel, ja. Ja, ja, hast du das nicht gehört? Ja, ja, ich hab TS auf den Ohren und der Fernseher ist recht leise gehalten. Linus Kotz. Was? Linus Kotzur. Kotzur. Kotz. Wie heißt dein. Dein A-Kunde? Hä? Mhm. Dann war ich endlich mal in einem Spiel besser als du. Ja, das auf jeden Fall. Olli, du kannst ins Haus. Ja, ich will jetzt erstmal Mähdrescher fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ich mach's mal Licht an. Du kannst sogar in den Pool jumpen, ne? Ja, aber mit Klamotten wahrscheinlich nur. Naja, du kannst Gott spielen. Du kannst über das Wasser laufen, ne? What the fuck? Weißt du, was ich jetzt meinte? Kannst du den mal bitte runterschmeißen? Ich glaube, du weißt jetzt, was ich meine, oder? Ja, ja, der stört mich hier die ganze Zeit. Der fährt mir in den Traktor rein. Ah, der hat selber den... Happen gehickt. Ja. Ah, ich hab nur gekickt, ich hab nicht gebannt. Und wenn er wieder raufkommt, dann... Dann banne ich ihn. Falls ihr Hilfe braucht, sagt's einfach. Wie starte ich den Mähdrescher? Da ist Tempomat. Rohr ausfahren muss ich noch nicht. Na toll, jetzt steht das Auto mitten auf dem Feld. Du, ich hab keine Ahnung mehr, wie starte ich denn den Mähdrescher? Du solltest zum Beispiel L1 und die Eck mal drücken. Und gucken, ob du überhaupt das Ding angekommen hast. Ah, ja, perfekt. Gut. Komm mal zu dir rüber, so gut. Ich hab so lange hier nicht mehr gespielt drauf, ja. Vor allem, du kennst die Map auch mal gar nicht, ne? Aber ich muss noch irgendwo einstellen, dass ich das Kornzeug sammeln will. Du meinst jetzt, hä? Stroh? Das Stroh, meine ich ja. Dann musst du, glaube ich, L1 gedrückt halten, musst du mal schauen und dann, glaube ich, entweder den Pfeil, die Pfeiltaste hoch oder nach links. Hoch ist ran. Nicht hoch, runter, runter. Entweder runter oder nach links. Nach links wechselt sich das Fahrzeug. L1 gedrückt halten. Ja, dann habe ich nur Drescher abschalten oder Rohr ausfahren. Nee, das ist ein alter Mähdrescher, der hat die Funktion, glaube ich, gar nicht. Der hat die Funktion. Oh, das ist eine Scheißkacke, ey. So. Wenn du rausfährst, stelle ich dir das ein. Der hat das automatisch an. Ja, ja, das spuckt da hinten Zeug aus. Tempomat aktivieren, solche Funktionen kenne ich natürlich noch, die habe ich nicht vergessen. Ja, ist klar. Olli, Stroh ist automatisch, ja, ja, danke, weil ich habe den Punkt gesucht, ja, wo man Strohablage aktivieren einschalten kann. Das ist aber, glaube ich, nicht auf allen Maps automatisch, ne? Ja, das liegt an der Mähdrescher-Variante. Guck mal, hast du schon mal die Mähdrescher gesehen? Ich sitze außen. Ja, ich kenne die Dinger, das ist Südamerika. Du, die Map haben wir schon mit deinem Stiefpapa gespielt. Rodo, du kannst auch gerne ins CS kommen, wenn du willst, ja? Oh nee. Du musst dann aber mitspielen. Ach, da war ja was. Oh Mann, musst du den Kleinen mobben? Ich mobb ihn doch nicht. So. Ich bin gleich mit Holt 1 fertig, ne? Rodo, komm mal ins CS und sag mal, wie der Olli dich immer mobbt. Gar nicht wahr. Eigentlich wollte ich mir ja die Motto noch weiter anschauen, aber wir haben kaum noch Kohle. Wir haben vergessen, Money Sheet als Mod zu aktivieren. Brauchst du doch jetzt auch nicht. Ich finde die Mähdrescher, sehen die wirklich so. Ich würde die ganze Zeit rumließen, ja? Bei dem ganzen Stroh, was ich in die Fresse bekommen würde. So kurz gerade was. Ach, da hinten. So, für alle, die mitspielen wollen, ihr könnt gerne auf den Server joinen. Allerdings macht dann euer Mikrofon aus. Wenn ihr mitquatschen wollt, kommt bitte ins Teamspeak. Ich war heute bei meinen Pflegepferden. Ja, ich habe kein Pflegepferd. Nettie, willst du mein Pflegepferd sein? User joined your channel. Hallo.
Hallo? Kann eigentlich bloß Holo sein. Weil nur Mods kommen hier rein. Hallo. Ja, ich wusste es. Hallo. Na, ich stell mich gut an, oder? Ich habe vorhin bloß die ganze Zeit die Funktion gesucht, aber festgestellt, dass der Mitrescher die gar nicht hat. Ja, ich sehe es. Und dafür kann ich ja nichts. Aber ich finde. Fängst jetzt an, wieder Alice zu spielen, wo meine Testversion von online weg. Ja, dafür kann ich ja nichts. So teuer ist es ja jetzt nicht, ne? Ich kann jetzt auch laut reden und nicht so, ey, ich bin so leise und ich kann noch schön so reden. Aber es machen wir nicht. Oh, da bellt eine Tüne. Was mir jetzt hier schon so auffällt, die Grafik ist um einiges geiler als Olli? Bei anderen, ja? Ich habe gerade einfach aus Spaß die PlayStation angeschaltet und das Online ist noch da. Ja, dann komm. Es kann sein, dass du eine Verlängerung bekommen hast für einen Tag oder so, weil gestern die Server down waren. Aber ich hab Ich kann euch beitreten und ich habe alle Mods. Ja! Ja, bei uns brauchst du keine Mods. Ich joine. Scheiße, er kann wirklich joinen. Ja. Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin da. Ich muss nicht wieder hören, dass du jetzt gerade ein frisches Bier gepusht hast. Und du verdammt geile Pommes neben mir. Oh. Guten Durst. Das Spiel pausiert. Bin heute nicht geritten, es war windig und es war etwas. Ach, und er war etwas nervös. Ich dachte schon, du bist nervös. Hört ihr mich? Ja, du hast den Server schon wieder verlassen. Ich glaub, es ist gerade abgelaufen, oder? Nö. Ich hasse es, wenn so viele Zäune im Spiel sind. Ja, aber Zäune sind doch eigentlich was Sinnvolles. Aber doch nicht bei Alice. Es gibt auch so einen No-Collision-Mod, den man raufpacken kann. Und dann hast du halt das Problem, den kannst du überall durchfahren, sogar durch Häuser. Das ist kacke. Aber wer kann schon sagen, dass er sein Mähdrescher im Wohnhaus reinpackt, ja? Ja, ich glaube, das geht nur auf PC, ja. So, bin heute. Was? Ich joine. Olli, Gisela kommt LS19 raus. Gisela kommt. Ja, im Oktober kommt LS19 raus, glaube ich. Und die Beta kommt jetzt, glaube ich, die nächsten Wochen raus. Oder Monate. Was für eine Beta? Wie Beta ist das Kürze denn? Ein Key, wenn man sich dort bei Gians. Anmelden. Leute, ich park das Auto mal wieder ein, Hilfe. Ja, das hat vorhin Nettie einfach mal. Und Latex antwortet nein auf deine Frage. Und ich lese hier auch beim ersten Mal schreiben. Gar keine Mods. Ja. Ich habe jetzt gar keine drauf, die Mods kommen erst beim nächsten Mal. Wer hat hier einen Helfer eingestellt? Wer ist jetzt zu faul? Nettie. Was ist mit mir? Nein. Wir haben schon kaum Kohle. Du hättest ruhig sagen müssen. Das zum Thema Geldmod. Wir hätten noch einen Geldmod gebraucht. Ich mag den Trecker. Ich fahr mal zu Olli. Und hol mir ein paar Körnchen. Ja, theoretisch könnte man schon das Stroh ab wegbringen zur Scheune. Also erstmal zu Ballen machen. Ja, wie denn? Ja, kaufen. Wie viel Geld hast du? Null. Genauso wie ich, und ich habe jetzt gerade frisch selbstgemacht Pommes. Das ist lecker. Das ist so gemein. Also nicht Gefriertruhe auf und Zeug, sondern richtig. Ja, das mein Rohr ist ziemlich klein, da muss ich wirklich sagen. Und ich habe schon Scheiße im Rohr. Ja, aber man hört das cool. Nein. Olli, eine Frau? Ich bin eine Frau.
Bin nicht der einzige. Aber ich würde hier total rumniesen, wie verrückt, ja. Wenn ich jetzt wirklich auf dem Mähdrescher sitzen würde. Nein. Ohne irgendeinen Schutz, ja, und ich würde das ganze Staub in die Fresse bekommen. Ich würde auch die ganze Zeit niesen. Ja, ich auch. Bei mir klingelt das Telefon. Nice. Einfach nicht rangehen. Nüt, es laggt. Hilfe. Ich bin eh leer. Du hast mein Rohr erfolgreich leer gemacht. Ich weiß, aber meine MWS-Zahl war gerade auf 3000. Nüt, ich fahr runter zum Silo. Während Olli die Bahn runterfährt. Ja, kannst du tun. Endlich habe ich mal gute Mitspieler. Ja, Bruder, mir fällt jetzt gerade so auf, ne? Ich weiß immer noch, wie du Anfang letzten Jahres mit uns immer LS17 spielen wolltest und nie konntest. Warum? Warum ist mein Internet gerade so scheiße? Ich sehe schon, dass du schon wieder raus bist. Also es tut mir echt leid für die ganze Zeit Synchro-Zeit, aber... Ja, du bist nicht die einzige Person. Hier kommt jetzt gerade auch noch ein Text, der 96 drauf. Jetzt synchronisiert es gleich doppelt. Das passt schon. Bei jedem Spiel kann man einfach so drauf joinen, weißt du? Ohne Synchronisierungsdingern. Dings. Ey, LS19 wird es wahrscheinlich nicht haben. Synchronisationszeiten. Ja, weil das ist eigentlich was man beheben kann, weil selbst solche Spiele wie SSO haben sowas nicht. Oder Ark oder weiß ich was. Du leckst. Ich weiß. Ein paar Spieler haben ja LS, die hatten keine Synchronisationszeiten mehr wenigstens. Warum ist mein Internet so kacke? Ich wollte gerade sagen, du bist wieder rausgeflogen. Ja. Ich glaube, es liegt daran, dass wir hier im TS sitzen und nicht in der Party sind. Aha. Die nächste Person, die mit dieser Ausrede kommt. Ja, wenn wir in der Party ziehen, zieht es weniger Internet, wie wenn ich mein Handy noch im Internet habe. Ja, du musst bedenken, du weißt, wie viel Teamspeak man braucht. In der Stunde Maximum 20 Megabyte. Genug. Hat mir einer meine Erntemaschine geklaut. Jetzt bin ich ganz... Was? Daniel schreibt Olli, du LED. Wieso LED? Also meine Internetverbindung an der PlayStation ist gecuttet. Ah, Latex holt sich morgen ETS. Wieso? Du hast doch ETS, oder nicht? Sorry, Text irgendwo. Aber mir ist aufgefallen, Feld 1 und 2 sind direkt nebeneinander, ja. Mit einem kleinen Weg vielleicht dazwischen. Oh, du kommst mich mal abfahren? Polo ist doch geflogen. Ja, und für alle, die hier mit drauf joinen wollen, wir heißen Klarsicht vor hier. Und wir sind auf der PS4, falls jemand fragt, ich finde den Server nicht. Aber ich bin am Überlegen, Nitrado bietet das an. PS4 und PC-Server synchron. Echt? Es würde so laufen: Entweder sind alle nur auf PC oder alle nur auf der PS4. Aber die. Halt mal an. Aber die Welt ist halt synchron, weiß ich meine? Man kann nur entweder auf PS4 oder auf PC spielen. Aber die Welt ist dann auf beiden verfügbar. Das heißt, du kannst dir dann 1:1 einfach mal auf dem PC spielen. Was wir jetzt hier schon auf der PS4 gemacht haben. So. Latex auf dem Warteraum. Kannst du mich Mövenpick? Mövenpick schmeckt sehr lecker. Wer kommt denn jetzt? Also eigentlich wollten wir nur Leute drin haben, die auch wirklich jetzt alle 17 gerade spielen. Also sieht es eher schlecht aus, sorry. Du kannst gerne wieder morgen bei übermorgen bei ETS mit bei sein. Och Mann, warum kann meine PlayStation sich nicht einfach mit dem Internet verbinden? Hast du es am WLAN oder am LAN angeschlossen?
WLAN. Ja, WLAN schließt man es ja nicht an, also wirklich. PS4 bitte immer mit einem LAN-Kabel versehen, das ist sonst so instabil. Ja, dann sagst du das mal meinem Vater. Ja. Nettie, du kennst doch die Geschichte bei mir, dass mein alter PC, den ich hatte, da hat doch der Sound und die Grafik geleckt, ne? Ja. Mein neuer PC, also den ich jetzt habe, der hat es jetzt am Ende auch immer gemacht, ne? Wo ich dann schon Stream nicht mehr richtig gestreamt habe und so weiter, ne? Ja. Dann hatten wir eine nette Person im Stream, der mir gesagt hat, woran es liegt, und es hat geholfen. Mhm. Es hat geleckt, auch wenn ich nicht im Internet war, wenn ich mir einfach nur so Videos angeschaut habe. Egal was ich gemacht habe, es hat geleckt, sogar bei einem YouTube-Video, ne? Weißt du, was der Grund war? LAN-Kabel? WLAN. Lol. Weil ich über WLAN verbunden war. Dann habe ich mich über LAN verbunden und es leckt nicht mehr. Ja, dann erklär das mal meinem Vater, dass wir hier oben ein LAN-Kabel haben sollen. Aber nein, 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 Patrick, du brauchst sowas nicht, für was denn? Ist ja nicht so, dass Fortnite 3 Millionen Mal in der Sekunde leckt. Hallöchen erstmal an XXXXXX. Schön, dass du reinschaust. XXXXXX. Wie geht's dir, XXXXXX? Moment, du hast ein X vergessen. Nein, das waren nur 6X und ich habe alle 6XX gesagt. X, X. Du hast 7-mal X gesagt. Nein, habe ich gar nicht. So, das waren schon 7,5-mal. X. Ich fahre mein Rohr für Nettie aus. Oh, muss ich jetzt noch arbeiten oder was? Du musst nur mein Rohr leer machen. ich weiß, wir haben es noch nicht nachzumachen. Ich bin eine Freundin. Der Traktor ist nicht. Wer ist jetzt noch irgendjemand anderes auf dem Server drauf? Musst du gucken in der Liste. Ja, ist schlecht, wenn ich fahre. Das ist ein bisschen. Das würde ich auch geil finden, weil man irgendwie solche Tastenkombinationen machen kann oder sofort. Oder dass man generell die Online-Spieler irgendwo in der Ecke sieht oder so. Ja, ja. Nett, leckt das bei dir so oder fährst du generell zigzag? Oh, es leckt. Halt doch mal an. Es leckt? Ja. Kam Nettie auch damit, dass wir lieber in eine Party gehen sollten oder was? Nein. Hallöchen, Felix. Schön, dass du reinschaust. Und ich fahr weiter. Also ich finde, was ernten wir eigentlich gerade Weizen? Ich finde eigentlich mal das gar nicht so schlecht, ne? Die neue Platinum-Variante hier. Mhm. Wie lange gibt's die jetzt schon? Holo, ich mag. Also seit Platinum gibt's die eigentlich, seit dem letzten Update. Ich mag dieses Party-Zeug von PSN nicht, ja, weil die Qualität so scheiße ist. Oh nein, ich muss LS17 neu starten. Mach das. So, Ich finde die Tonqualität von den Partys gut. Ja. Wer jetzt Holo online, könnte jetzt Holo schön brav weiternehmen. Ah, ich glaube, er hat wirklich Probleme. Nee. Ja. Doch. Ich finde das Silo nicht voll und fahre gerade ein paar Runden um den Teich herum. Ist das in Ordnung? Ach, Foxy ist noch da und Texas ist noch da. Texas ist doch runtergegangen, denke ich. Ja, es ist gerade wieder rauf. Okay. Das heißt, es wird jetzt gleich wieder synchronisieren. Oh nein. Also das ist das, was ein bisschen doof ist jetzt, ne? Weil jeder drauf joinen kann und nicht nur Leute im Stream, sondern alle. Ich glaube, wir sollten doch noch ein Passwort einfügen. Das mache ich jetzt auch mal kurz. Mhm. 0815. Genau. Und alle, die im Stream sind, wissen ja das Passwort und können weiterhin drauf. Hier. So, also wie gesagt, Passwort ist 0815. Oh je. Da, und die nächste Person, die joint. User joined your channel. Holo. Ja. Holo hat den Server wieder am Join. So, Foxy kommt nicht mehr drauf und Texas kommt. Ah, die sind jetzt automatisch rausgeflogen, ja? Das ist gut. Weil ich das Passwort. Nee, dann will der Holo jetzt auch weg. Holo, ab sofort haben wir ein Passwort, ne? 0815. Genau, falls du nochmal rausfliegen solltest und wieder raufkommst. Wo ist mein Tracker? Kannst du haben. Ich musste ja den Olli abfahren, sonst hätte der weitergeheult. Ich heule nie rum.
Aber Nettie, hast du Bock auf Metraschaft kurz weiterfahren? Mhm. Okay. Mach mal die Zeit schneller, bitte. Ja. Ich muss erst wieder gucken, wo alles war. Ich habe ja schon hier. Options. Oh Mann. Hallo Olli, der kleine Holo ist da. Ah, er leckt. Sag ich doch. Wer leckt? Du! Der Olli, der lackt. Bei mir läuft alles flüssig. Okay, ich hoste ja auch. Der Olli leckt so sehr, dass ich schon ein nasses Gesicht hab, Mann. Hol doch mal dein kleines Rohr raus. Ach, da kommt's ja. So klein ist er gar nicht. Der kleine Holo kann wieder rumreisen. Also da ich Heuschnupfen habe, wie gesagt, ich könnte das nicht, was wir jetzt hier gerade machen. Ich könnte das auch nicht, aber ich mag den Trecker, ich finde ihn cool, weil er keine Scheiben hat, aber in Real Life würde ich verrecken. Ich hab auch Heuschnupfen. Hört man. Manchmal. Und bei uns in der Region fängt es gerade wieder an. Bei dem Wetter kein Wunder, wir hatten heute über 10 Grad plus. Tschüss, der kleine Holo fährt wieder weg. Mit dem bisschen Wasser drin hast? Ja. Ich lass ihn doch fahren, wenn du wieder was in deinem Tank drin hast, das dauert. Lass ihn sich doch beschäftigen, Mann. Ich komm dich jetzt erschrecken. Also, Olli ist ja alles schön und gut, aber durch die Frucht fahre ich nicht. Theoretisch, ich bin jetzt gerade am Überlegen. Holo hat den Zauber verlassen. An der gleichen Stelle wie das letzte Mal. Ich drehe durch. Bitte nicht. Weil ich habe Standbild. Ich kann nichts machen. Ja, du bist gerade vom Server geflogen. Ah ja. Endlich. Warum ich. Weißt du. Gestern war mein Internet gut. Nein, natürlich sind der PSN-Server down. Heute ist mein Internet scheiße. Dein Server war nur, dein Internet war nur gut, weil du nicht mit der PS4 online warst. Genau. Doch, es war gut, weil ich habe Fortnite gespielt. Weil das ging gestern. So, Enten coming. Hi Folie, hi Ente. Und Daniel, Olli, guckst du das Dschungelcamp? Nein. Oh, hast du mir ein längeres Rohr gebracht? Ja. Was soll ich damit? Es konnte keine Verbindung zum Server her. Es konnte keine Hacker. Was machst du jetzt mit dem Rohr, Dings? Ich warte, dass das Zuckerrohr fertig ist. Ach, hast du schon irgendwo gesehen, ja? Ja. Eigentlich wollte ich damit Holo beschäftigen. Aber der kackt Internet. Also das mit Zuckerrohr und so weiter kenne ich doch gar nicht. Ja, dann sollten wir halt in eine Party gehen, dann wäre es besser, das Internet. Das ist Quatsch. Geh doch in der Party, wir hören dich trotzdem. Ah, du musst doch nicht mal in eine Party gehen. Du kannst ja ganz normal über Dings reden. Ja. Du bist automatisch in der Simpson-Party. Ja, richtig. Wir hören dich bloß eventuell auch nicht. Wegen, ja. Nee, das Dschungelcamp, wie gesagt, gucke ich nicht. Würde ich mir auch nicht antun wollen. Ich auch nicht. Ich brauche das nicht gucken, ich habe mein Dschungelcamp zu Hause. Weil man muss auch dazu sagen, beim Dschungelcamp ja werden Nettis Tierchen weggefressen von Menschen. Da werden den Vogelspinnen das Essen weggeklaut. Richtig. Und das darf man nicht unterstützen. Unabhängig davon, an alle Dschungelcamp-Gucker, die Tiere, die dort zu essen kriegen oder die ganzen Insekten, die werden unsinnigerweise, ungelogen, aus Europa importiert. Die ganzen Schaben, die da kriegen, beispielsweise, und Schlangen, die kommen nicht aus dem Dschungel, die werden ungelogen aus Europa dorthin schaffiert. Das sind teilweise Tierquälereien ohne Ende. Deswegen Boykott unter anderem auch. So. Hier wäre einfach nur dämlich. Ente schreibt, wie geht's dir, Olli? Ganz gut, wie geht's dir? Bin ich süß? Ich weiß nicht, ob. Habe ich ja noch eine Aufgabe mehr. Jetzt muss ich meine Eltern noch von einem LAN-Kabel überzeugen. Aber ein LAN-Kabel kostet jetzt nicht wirklich viel, wenn du so ein ganz normales Cut 6 oder ja, so. Ja, das Problem ist, das musst du auch verlegen.
Hollo ist da und nimmt seinen Trecker. Hast du zufälligerweise eine LAN-Steckdose bei dir im Zimmer? Nö. Das heißt, dein Papa müsste. Wo steht der Router? Weißt du das? Unten. Ah, scheiße, siehst du, Olli? Da müsste der Vater. Einmal ein Loch in der Decke. Da ist ein Gang. Da ist ein Gang, da liegt auch mein Fernsehkabel drin. Dann kannst du das auch alleine machen. Ja, aber ich... Ohne Kabel nicht. ich weiß nicht, ob ich das darf. Und, ja. Ah! Entschuldigung, ich wollte hier durch. Aber dieses... Landwirt MV schreibt, ist doch sowieso alles ich nur Fake helfen, bei, bei dem, Dingsbums da. Wie nennst du das? Verbindungssender RTL. Das ist tatsächlich so, also das, was die essen, wahrscheinlich vielleicht nicht. Nein, Tiger ist aber die Orte, ja, die kommen ja immer an, mitten in der Wildnis in Australien. Die sind nicht mal 2 Kilometer von der nächsten Großstadt entfernt, ja. Okay. Oder, ich weiß gar nicht, ob die es mittlerweile sogar, vielleicht sogar schon in der Großstadt machen. Also auf jeden Fall ist es da alles sehr... Und ich glaube auch, dass die werden ja auch nicht großartig übernachten. Das wird ich da auch alles... Ich vermute schon fast, dass es dann wirklich so ist. Da steht schon wieder ein Auto. So nach dem Motto, weißt du, die drehen da alle jeden Abend da ihre Sendung oder jeden Mittag da, immer wenn es im Fernsehen ausgestrahlt wird. Und danach sind sie schön im Hotel und sind am Folgetag wieder da und tun so, als ob sie da geschlafen haben. Ist das ein Döner? Richtig, in genau. Australien. Hallo da. Ja, jetzt bekommst du sogar 66% von meinen. Weiz. Juhu. Ja, ich merk's. Olli, ich guck kurz nach, ob das Feld neben uns angepflanzt ist. Nee, ist es nicht. Okay. Das gehört uns. Das gehört uns auch noch nicht mehr. Doch, wir haben 1 und 2 gehört uns. Echt? Okay. Ich spiele die Map selber. Also ich finde die vom Design her finde ich die richtig geil, auch wenn ich jetzt nichts mehr sehe. Das ist auch immer kurz dunkel. Also ich finde den orangenen Boden ein bisschen hässlich. Die sollten ja wieder nach Europa kommen mit den Maps. Finde ich auch. Olli, bleib stehen. Tank erst alles hier rein und dann darfst du weiter. Da ist nichts mehr drin. Oh, okay. Was mir auch gerade so auffällt. Die nächsten sind dunkel auf der Map. Wir haben gar keine Jahreszeiten eingestellt. Na gut. Dann wächst mein Zuckerrohr. Okay, dann machen wir es ohne Jahreszeit. Ja, lach du mal, Olo, du kannst mich Leute, jetzt wenn ich abfahren. An der gleichen Stelle wieder rausfliege, dann fahre ich nie wieder über diese Stelle drüber. Achtung, ich bin drüber. Ja. Ah, ich wollte gerade noch schnell reagieren und ihm kicken, ja, aber hat nicht funktioniert. So. Würde mich nicht mal wundern, wenn das vorm Queenscreen abläuft. Alles. So 0815 ja, genau. Prominente, die kein Mensch kennt und war. Also ist da überhaupt jemand Prominentes drin? Ich glaube nicht so wirklich. Es sind alles irgendwie nur Geschwister und weiß ich was alles von irgendwelchen Prominenten. Das aber sind B-Promis oder. Nee, nein, noch nicht mal. Das noch sind nicht mal. Ja. Das sind F-Promis, die der Meinung sind. Was soll ich anpflanzen? Holo gibt seinen Träger ab und pflanzt dafür in der Sämaschine was an. So ja, wäre nicht schlecht. Du kannst das Weizen hier erstmal vom Feld 1 holen. Man soll doch mal ein bisschen kreativ. Also nicht das Weizen, sondern das Strohzeug, was es hier rumliegt. Haben wir da eine Maschine für? Nope. Ist schnell gekommen. Olli. Ja. Du hast keine Money-Cheatboxen drauf oder hast du die drauf? Na, natürlich nicht, ich cheate doch nicht. sollen wir ganz kurz eine Money-Cheatbox? Nein. Wir machen alles. Aber da hier irgendjemand einen Helfer eingestellt hat, wir sind eh gleich pleite, ne? Wir haben gleich keine Kohle mehr. Oh, ich stelle noch einen Helfer ein, bitte gerne. Nein, ich schalte. Dann pflanze ich nichts an, dann nehme ich jetzt das Auto. Nee, doch, lass mal einen Helfer das anpflanzen. Geht schneller, glaube ich, oder? Erstens das, zweitens musst du dann keine Paletten transportieren und was weiß ich nicht alles. Nee, wir haben noch 15.800 Euro. Und ich kann immer noch einen Kredit aufnehmen. Und wenn die Zeiten ein bisschen schneller laufen. Das Spiel pausiert. Dann würde ich eher anfangen mit Ernten und dann könnte ich schon anfangen, Geld zu verdienen. Weil wie du weißt, wächst die Scheiße nach und wenn ich jetzt hier einen Hänger hinten dran kriegen könnte, dann könnte ich dann, ja. Ich habe einen großen Fehler getan. Du hast einen Fehler getutet?
dachte mir, ja gut, also das Auto wird wohl den Anhänger schaffen. Nein. Leckst du nur bei mir? Bei mir hat Holocard ein bisschen rumgeleckt. Ja, mein Gesicht ist auch schon ganz nass. Kein Träger, jetzt muss ich eben. So, dann haben wir. So. User in your channel, time down. Bye bye. Tschüss, Holo. Ich glaube, der wird gleich kotzen. Täuscht das irgendwie? Ach nee, du bist. Das ist hier der Helfer, ich wollte schon sagen. Ich wundere mich gerade, warum wird es gerade hell, obwohl es erst 4 Uhr morgens ist? Hallo, Rund. So, Justin, hi, Tag schön, wie geht's dir? Müssen wir immer noch die Zeit auf 120 haben, oder können wir es ja runterschrauben? Nee, lass mal. Das Problem ist, ich muss hoch. Ich muss richtig hoch. Ich komme mal gleich vorbei, ich guck mir das gleich mal an. Erinnerst du dich noch an den Hopfen? Ja. Ungefähr das gleiche. User joined your channel. Wie? Na, kotzt du schon? Holo hat den Server verlassen. Die Sache ist natürlich, das, was er gerade anpflanzt, ja, das wegkommt hinten. Das eine Reihe ist jetzt durch, der Traktor, ja, und das ist schon die Hälfte vom. User joined your channels. Ja. Und so. Was hat jetzt Holo eigentlich angepflanzt? Keine Ahnung. Ich hab mich dupliziert. Mhm. Naja, hab ich mich halt dupliziert. Der verlässt bald den Namen. Naja, deinen Namen halt, ne? Hologramm. Ja, ja. Das eine ist der echte, das andere ist ein Hologramm. Ja, ja, das ist. Wenn man drauf geht, dann fliegt man wieder. Mhm. Kenn ich. Und ich bin so genial gefahren, dass es jetzt gleich eine Mini-Reihe übrig bleibt. Olli ist so gut. Ich weiß. Warum kommt man immer bei solchen Aussagen immer sofort husten? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich würde ja jetzt sagen, dass ich Heuschnupfen habe, aber das wäre gelogen. User was moved out of your channel. Oh, ich glaube, wir haben gerade. Was ist. Der Chat läuft gerade so schnell. Wait, wait, wait. Hier schreiben gerade alle wait. Ich glaube, wir werden gerade gewaitet. Oh, hallo, ich habe mal kurz meinen echten Holo hochgeschoben in den Warten. Kann noch jemand den Chat lesen? Holo, lest mal den Chat bitte. Ich, Wir bekommen hier gerade ja, gefühlte dann, 100 Nachrichten. Dann stürzt mein Internet ganz. Aber ja, mache ich. Hallo zusammen erstmal und danke für den Raid, was ihr da gerade macht. Ja, moin. Wer ist denn das überhaupt? Live on two wheels. Das hat keinen Sinn. Sagt mir gerade gar nichts. Auf jeden Fall schön, dass ihr reinschaut. Und danke für euren Raid. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Also ich kenn's mit Live on Two Wheels, sagt mir jetzt gerade nichts. Zum Knopf. Gamer. Gamer, Lol, danke für dein Abo. Du kennst, du kennst ihn. Okay. Und hat auf jeden Fall sehr viele Zuschauer gerade. Auf jeden Fall danke fürs Reinschauen, weil wir haben jetzt gerade 34 Zuschauer von 4. Und es hört nicht auf, die machen da immer noch weiter. Ja, ich sehe es. Ich kann es lesen. Live on two wheels, live on two wheels. Ja, Hashtag live on ja. Ich kann nicht mehr reden. Ich selber da, der live on two wheels. Ich sag da. Mal gucken. Ich könnte theoretisch mal ganz kurz mal vom Handy aus mal kurz darüber schauen. Ja, ich weiß, dass es in Österreich ist. Ist ein Österreich, die okay. Dann habe ich eine Zeit lang. Ich muss mal kurz Tempomat. Mein Tempomat geht nicht. Normal Player Jonas, danke auch für dein Abo. Er hat was? Er hat 30 Zuschauer und nur 30 von her. Was? Er hat 20 Zuschauer. Er hat 20 Zuschauer und nur 30 kommen her? Nein, er hat 200. Ach, 200. Okay.
Auf jeden Fall, oh, jetzt kommen die ganzen Abos rein. Danke, 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 Red. Zu, ich hab die ganzen anderen Abos jetzt nicht gelesen. Obwohl, es sind 37 da. Danke. Danke, Markus. Srim für dein Abo. Der ist schon wieder beim nächsten. Eieruhr schreibt gerade, abonniert meine Mutter, lol. Pandor TV, danke für dein Abo. Warum schreiben jetzt alle noch Jim Knopf da noch nebenbei mit hin? So, ich muss jetzt mal ganz kurz mir den Kanal anschauen. Jetzt mache ich es mal kurz übers Handy. Fang mal kurz den Rohr aus. Und nur der Pro 10.0, danke für dein Abo. Also eigentlich alle, die jetzt gerade da sind und jetzt hier sind, danke für JKG, danke für dein Abo. Komm, Leute, Schrott, und ich habe seinen Namen mal. Live on Two Wheels. Live on. Ach, da ist er schon. Mal kurz reinschauen. 165.000 Abonnenten hat er. Eieiei. Nice. Wir Wayne und Glotzen. Da. Okay, die sind ja schon gewechselt zu dem nächsten. Die sind jetzt gerade bei Minecraft. Also auf jeden Fall. Ja, bei Avenger TV. Ja. Guck da grad zu. Auf jeden Fall vielen Dank für den Raid. Schreib's doch mal rein, Olli, in den Chat direkt. Ja, bei ihm schreibe ich es jetzt rein. Lass mal den Ton laufen holen. Ein Raid am Mittwoch vertreibt Hummer und ja, ihr wisst es. So, ich mach den mal kurz laut. Ich höre es gar nicht. So. Ja. Jetzt bekomme ich bei Olli mal wieder Werbung. Das ist wirklich lustig, oder? Was kannst du dir mal meinen Kanal anschauen? Schreibt im Kurs KG. Ich bin jetzt hier gerade. Ja. Kann ihm jemand den Tipp geben, dass er einfach bei YouTube Gaming hingehen soll und nicht beim normalen YouTube? Weil er hat gerade gesagt, früher hat man noch gesehen, wer live ist und wer nicht. Und jetzt muss man wirklich gucken, wenn man bei YouTube Gaming ist, da sieht man immer noch, wer live ist und wer nicht. So, Feld auf jeden Fall erledigt. Hi Hanna, hab mal ein Abo dagelassen. Ja, vielen Dank dafür an alle, die ein Abo dagelassen haben. Ich glaube, haben wir die 2300 geknackt, oder? Da waren wir ja vorhin noch ein bisschen davon entfernt. Glaub nicht. Doch, haben wir. Ja, bei mir steht 92 dran. Also 292. So. Donnerschaf-Fan sagt hallo. Hallöchen. Schon das Schaf. Kenne ich auch vorher. Gibt's da nicht ein Spiel davon? Schon das Schaf, danke. Nein, für ein Abo. Das ist eine Serie und ein Film. Ja, sag doch, da gibt's doch mittlerweile auch schon Spiele von und Plüschtiere. Ja, und ja, ich glaube ja, ne? Ja, ja. Wie hieß das andere komische Schaf? Sven, das fickende Schaf. Nee. War, hieß das so? Ja, ja. Irgendwo sie hieß. Kennst, das Spiel kennst du, glaube ich, nicht mehr. Das ist noch vor deiner Zeit, Holo. Ich wollte gerade was machen. Es gab ja Moorhuhn früher. Kennst du noch Moorhuhn, Holo? Ja. Und davon haben sie auch eine andere Variante mit einem fickenden Schaf rausgebracht, wo ein Schaf die ganzen Dinger da. Anderen Schafe. Ja. Und so. Aber du hast recht, 1293. Sind wir? Auf jeden Fall nochmal danke für den Raid, obwohl du jetzt nicht mehr zuschaust. Aber ich kenne ihn gar nicht, ja? Ich kenne ihn. Ich gucke sowas gerne an so Motorradvlogs. GoPro auf den Helm und dann wird rumgefahren bei denen und dann gelabert. 136, aber das ist wirklich ziemlich krass. Ne? Er hat 136.000 Abos. Davon schauen aber nur über 200 sein Stream. Und wenn ich jetzt überlege, wenn jetzt German Truck Driver live ist, ja, als Beispiel,
Er hat 100.000 Abonnenten weniger. Er hat 16.000 oder so gehabt damals, zu dem Zeitpunkt, wo ich das da gesehen habe. Und selbst er hatte über 200 Zuschauer. Es kommt immer noch drauf an, es gibt Leute, die gucken dann halt lieber diese Motorrad-Videos oder Vlogs, ja? Und wenn der raidet, dann gucken die halt nicht rein, egal das wie viele Abonnenten sein, ja. Er hat. Kommt halt immer drauf aufs Thema. Ich sag nur Fly Miggy, der kommt auch immer nur zu uns, wenn wir LS17 sind. Das stimmt auch wieder, ja. Fly Miggy, bist du da? Aber meistens kommen ja die Leute, guck mal, wenn da 136.000 Leute, ja? Das heißt, der hat eigentlich schon Fans. Und da geht man ja normalerweise eigentlich immer dorthin, wenn da was los ist, weißt du, um ihn halt zu sehen. Richtig. Ja, ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, ja, dass Kai mal mit uns ETS spielt. Von German Truck Driver. Kai? Ja, die Sache ist, er sagt ja immer, er will das nicht aus dem Grund. Weil wenn er es bei einem macht, muss er es bei allen machen. Nee, darum geht's nicht. Es geht ihm darum, er fährt so schon Truck und dann braucht er es nicht mehr als Spiel. Okay, stimmt auch wieder. Er hat ja einen Twitch-Kanal, ich war ja letztens bei ihm auf Twitch, ne? Der spielt meistens PUBG. Ja, irgendwie irgend so ein Ballerspiel halt auf jeden Fall, was er da gespielt hat. Und da kam er auch so, hi Klaas, ich wurde alles gut bei dir, lange nicht gesehen. Olli? Ich war das erste Mal bei ihm in Twitch, ja. Er kann mich, wenn nur von YouTube kennen. Ja? Sean das Schaf fragt, ob du Sean das Schaf kennst. Ja, Sean das Schaf kenne ich auf jeden Fall. Und du bist es, ja? Er ist ein Fan. Vielleicht ist das ja auch. Bist du? Bist du Sean das Schaf und hast die geilste Wolle auf dem Kopf? Ja, richtig. Ich hab nichts zu tun. Hast du einen freien Traktor? Die Metrisch habe ich gerade abgestellt. Steht da hinten ein Traktor? Nee. Ich habe jetzt hier gerade den PKW. Ich wollte mir eh noch die Gegend kurz anschauen. Weil ich bin ja vorhin ziemlich schnell. Was ist, wenn ich jetzt mein Auto im Swimmingpool rein versehentlich? Dann musst du es zurücksetzen. Also es geht tatsächlich. Okay, haben wir nicht abgesperrt. Wollen wir im Grunde Kreisverkehr fahren? Wer als erster aus dem Kreisverkehr raus? Ich schon verloren. Haha. So, ich muss erst mal gucken, was du mit deinem langes Rohr da machst. Achtung, ich muss Riesenkreise ziehen, weil... Also sieht lustig aus, die Zusammensetzung, ne? Ja, ja. Aber den anderen, den großen, mag ich lieber. Große Maschine. Erinnerst du dich an unsere allererste Mais-Häckselmaschine? Ach du Scheiße, ja. John der Schaf darf jeden Tag 3 bis 4 Folgen gucken. Wahrscheinlich John der Schaf. Auf Netflix. Wie alt bist du denn, John der Schaf? Nettie, du nimmst den falschen Anhänger. Nö. Doch. Das ist der einzige, den wir haben. Nein, also in der Halle steht doch noch einer. Und der ist wirklich richtig für Zuckerrohr. Ich hol den mal, den anderen. Wenn da einer steht. Das Problem steht in der großen Halle, wo der Drescher steht. Ja, oh. Das Problem. Ein Zuckerrohrangebot. In welcher Halle denn? Dort, wo der Drescher drin steht. Sehen die da schon rausgefahren? Der Drescher, da hinten ist der Drescher. So ein grüner Anhänger. Wow, ich fahre jetzt. Ich habe einfach einen Anhänger genommen. Ach, der hier. John, der Schaf ist 11. Der hohe, ja, den hohen meinst du hier. Warum kommt jetzt schon wieder ein Zuckerrohrangebot? Kam eben gerade erst. Die Maschine ist fürchterbar. Ich bin unterwegs. Dauert ein bisschen. Hätte ich schätze mal, deine Front ist abgehoben? Ja, das Lenken ist ein bisschen schwer, aber ich komme. Hört ihr mich? Ja. Jawohl. Gut. Es gibt sogar einen Film von Sean Schaaf. Ah, okay. Ja, das ist doch ein bisschen. Wenn ich rückwärts fahre, geht das so eigenermaßen. Lol. Wo bist du denn? Ja. Wie pausiert das Spiel? Olli, aber du kannst doch nicht rückwärts fahren mit einem Hänger. Das kann ich. Nee, Olli kann das nicht. Warum mache ich das eigentlich so kompliziert? Ja, genau, Olli, der Hänger.
Der Hänger. Das ist ganz schön verzögert. Das ist ein Hänger. Jetzt sagt nicht, der Mähdrescher hat hinten kein Anhängsel links. Doch, das muss er haben, oder? Hat er aber nicht für so eine Anhängerkupplung. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Kannst du noch einen Moment warten, dann ist der andere Traktor. Ja, aber ein PKW kann so einen Hänger ranmachen. Ja, wenn ein PKW beide Anhängerkupplungen in einer hat. Ah, doch, geht doch anzukuppeln. Was das siehst du von Charles? So. Jetzt doch. Aber da musst du wahrscheinlich ganz schön tief rein. Ja. Ich bring mal die erste Fuhre weg. Ich hab schon wieder vergessen, wo das Feld ist. Ah, ich fuck. Auf welchem Feld bist du? 14, ne? Ja. Ich bring schon die erste Fuhre weg. Mach das. Zur Raffinerie. Olli, habe ich etwas verpasst? Ja, wir wurden kurz geradet. Von 136.000 Zuschauern. Wovon 37 gekommen sind. Nee, noch nicht mal 10 haben abonniert, glaube ich. Immerhin. Ja, sagen wir es mal so, auf eine Art ist es eine nette Geste, auf der anderen Art bringen die meistens nichts. Weil die Leute kommen danach nie wieder. Richtig. Erstens kommen sie wahrscheinlich danach nicht wieder. Beschwer dich jetzt nicht. Hör dich auf zu beschweren, Mensch. Das war eine nette Geste und jetzt ist es ja. Und ich habe auch eine gute Geste vollbracht. Ich habe jetzt extra mit einem Mähdrescher dir den anderen Hänger gebracht. Wow. So. Ich bringe noch eine bessere Geste. Ich bringe gerade. Soll ich mit dem Mähdrescher abfahren? Ich bringe es. Ja, wir müssen das abfahren. Weil du musst hinter dem Häcksler musst du einen Anhänger haben oder daneben. Da oben sind immer noch Milka-Cookies. Ich habe jetzt Bock auf Milka-Cookies. Ich mach mal kurz Autopilot an. Die Milka-Brownies sind besser. Na, ich habe die Sensation, die habe ich aber heute auf Arbeit schon gegessen. Jetzt habe ich noch die ganz normalen Cookies. Und die organisiere ich mir wieder jetzt mal. Brownie. Ja, die kenne ich noch. Die Brownies kenne ich noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ja. Leute, gebt mal ein Hashtag Brownie rein, wenn ihr Brownies lieber mögt als Cookies. Wird nicht passieren, das mag jeder Cookie. Kekse. Kekse? Ah, ich hab die Stelle gefunden. Kekse? Achtung! Es schreiben jetzt ganz viele Leute Hashtag Cookie. Oh, ehrlich? 6 Leute, 7 Leute. Alles Hugo. Ja, wie viele? Also Netti, das war glaube ich nix. Also wie viel Geld hast du bekommen, Molly? Warte. Es ist Netti, alles nur Holo. Holo! Holo hat Glück, dass er Mod ist, ja? Wäre er nämlich kein Mod, dann wäre er schränkst im Klo. Hallo Mad Max. Hi Mad Max. Mad Max, einmal Hashtag Brownie für mich bitte. Hashtag Cookie versus Hashtag Brownie. So, Olli, jetzt sag mir mal, wie viel Geld du bekommen hast. Noch gar nicht. User joined your channel. Musst du aber. Hello? Hallo, ich verliere noch alles. Ja, ich hallo? Hab noch ach, guck mal! Oh, Daniel ist auf der Seite von Cookie. Einen wunderschönen guten Abend. Also, der mag lieber Brownie als Cookie. Daniel schreibt auch Cookie. Boah. Na, wie ist es bei euch? Ihr seid doch alle Kekse, ey. Gut, ist ja kaputt. Ganz gut bei dir. Oh, ja. Soweit. Du Schatz, ich muss nachher nochmal deine Geduld auf Probe stellen. Ich hab vergessen, die Sportsachen in die Waschmaschine zu kloppen. Ach nö. Doch. Hieß es nicht, man kommt in die Häuser rein? Ja. Ja. Aber nur in der Reihe. Kreis drücken. Übrigens, der Traktor müsste jetzt gleich wieder frei sein. Der Tote. Mit der Saatmaschine.
Aber ist ziemlich leer die Wohnung, wa? Kannst auch hochgehen, ne? Ja, ich bin schon eine Etage höher. Oh, hier ist eine Truhe, was ist da drin? Oh, Samen. Du weißt du, bei den ganzen Truhen habe ich mich gefühlt wie in Skyrim, ne? In einem Dungeon. Mad Max, was macht ihr so? Noch nicht wirklich viel, wir erkunden die Map und Nettie macht schon ganz viel Zuckerrohr und ich esse Kekse. Ich habe mich gerade gefragt, was du gerade futterst. Hasi? Ja. Die Pommes waren gut. Du siehst so blass aus. Im Video. Ja, mir fehlen Cookies. Nee, die fehlen Brownies. Sind ein Vampir. Ich muss den fehlen. Kann man im Bett nicht schlafen gehen? Ist ja doof. Ja, hab ich auch schon überlegt. Das wäre genial, wenn wir dann. Hier ist schon niemand. Irgendjemand hat das Licht angemacht hier drinnen. Wird dunkel draußen. Ach, dann geht in der Wohnung alleine nicht an. Ist ja lustig. Ja, ja. Ja, und in der großen Halle auch. Und ich hoffe, jetzt kommt morgen die geile Mod raus. Wenn die morgen nicht rauskommt, dann. Was denn für eine Mod? Die testen gerade eine Mod. Auf die ich mich schon ewig freue, weil der hat sie schon vor 5 Monaten gezeigt. Die ist jetzt gerade im Test. Ja, was denn? Wo denn? Ein Bagger. Ein Bagger? Ja, ein richtiger Bagger. Sehr geil. Und was machst du dann damit? Du kannst Baggern. Zum Beispiel, der hat vorne so eine Säge dran, damit kannst du Äste vom Baum abschneiden. Sehr oder cool. So. Du kannst ganze Bäume hochheben, über Schaufeln. Die Waschmaschine läuft noch. Trotzdem geil. Aber wenn man nicht so viel damit machen kann. Ich bin mal kurz duschen, ne? Und ich glaube, wahrscheinlich kannst du dann irgendwann mal auch Schnee wegschaufeln. Ja, kann man. Die Dusche ist verbuggt. Geht nicht, ne? Wenn man da rauf reingehen will, dann ist man automatisch auf der Dusche drauf und ist man automatisch eine Etage höher. Echt jetzt? Ja. Muss ich mal machen. Da hängt dann automatisch sofort in der Luft. So, dann geh ich noch kurz ein Häufchen machen. Dann mach mal. Warst du schon auf dem Pool, im Pool? Das kannst du Gott spielen, nee, kannst du das Wasser laufen. Machst du ein Trickerchen, ja? Ja. Zuckerrohr ist geil und lass dir die Cookies schmecken. Ja, danke. Mad Max, wenn du eine PS4 hast, kannst du auch gerne mitspielen, falls du auch LS17 hast. KTL, Kampftrinker Leistungsklasse, warum immer das ist. Guten Abend, Tag schön. Ey, Olli, das ist jetzt nicht passiert. Start ist du fair. Sagst, wer auch immer das ist und in deiner Beschreibung ist der Kanal als Partnerseite verlinkt. Stimmt, jetzt wo du das sagst. Macht der überhaupt noch Videos? Ja, wir wollen demnächst, bloß weil momentan zu viel Stress war wegen Arbeit und Krankheit und... Ja, gut. War momentan ein bisschen schlimm. Und Start außerdem... Welt. Hi, Tag, schön. So, jetzt. Und außerdem muss die Muse ja auch stimmen, ne? Man muss ja bei KTL, das ist ja nicht so, dass die irgendwelche Spiele spielen, sondern... Die machen einfach so ein bisschen was Vernünftiges. Warte mal, Schatz, warte mal, machst du was Vernünftiges? Ich wollte gerade sagen. Wir machen immer was Vernünftiges. Ich kann jetzt theoretisch vom Balkon springen. Mach nee, mal. Ich hab aber schon einige springen, Ideen. Springen. Die soll die Leute ein bisschen mehr fordern. Warte. Oh, Stadi ist ja da. Hallo, ja, Stadi. Ich spring gleich gerne. Hallo, Stadi. Aber die Waschmaschine ist nicht von Siemens, oder? Nee, von. Oder von Miele. Von Hip. Von Hypno-Wash. Oh, wow. Ich bin gesprungen, es ist nichts passiert. Weißt du, was cool wäre, wenn man bei LS auch noch so in dem Stil von Sims die ganze Bude selber einrichten könnte? Ja, dann können die aber. Die können ja Alice Gibson in Sims 4 integrieren. Zum Beispiel. Du Olli, wenn ich schreie, ist mein Anhänger voll, dann müsstest du den immer wegfahren, bitte. Und eigentlich müsstest du Kohle gekriegt haben, weil ich habe schließlich Zuckerrohr weggebracht. Ja, im Silo wahrscheinlich. Nein. Achtung, ich kick kurz mich selber. Also nicht mich, aber sondern das Originale sozusagen. Also kriegst du dich doch. Ja, du was soll ich denn das abholen? Mit dem Metrisch oder was? Ich muss jetzt glaube ich, auch, weil mein Internet wird schwächer wieder. Warum immer abends?
Na, weil abends besonders viele Leute im Internet sind, weil das hängt ja auch mit den ganzen Providern zusammen. Guck mal, abends sind die Leute zu Hause, da haben sie Feierabend, dann wollen die im Internet shoppen gehen, surfen, spielen, was weiß ich. Arbeiten wir voll quasi, weißt du? So, und dann ist das Internet, das allgemeine Internet natürlich ausgelasteter. Ja, ich glaube, ich gehe auch. Okay. Bis dann erstmal, wenn du offline gehen möchtest. Ja, ich krieg kurz den anderen, warte. Bis später. Bis später, ja. Man liest die Fenster, gell? Du, ich muss dich damit Metrasche abholen, ne? Da ist doch gleich ein Elektro, wollte ich sagen. Ciao, ciao. Faktor frei. Ja, den fährst du doch gerade, oder nicht? Es gibt doch noch einen zweiten, der die Sargmaschine fährt, und der ist doch fast fertig. Willst du dich verarschen? Der ist zwei Reihen weiter von dir, der hat ein ganzes Feld vor sich. Okay, ich dachte. Also, ein halbes Feld hat er noch. Olli, aber gell, hier, du weißt, dass ich den kick. Hier kannst du wegbringen. Okay. Weißt du, wo du hin musst? Da oben verbringe ich das hin, wo es Geld bringt, weil wir haben noch keinen einzigen Cent bekommen. User disconnected from your channel. Bis jetzt. Ich hab doch aber eine Fuhre weggebracht. Bis wohin ist die Frage? In die Raffinerie? Warte mal. Hier sehen wir es doch. Ja, wir haben 0 Liter. Wieso haben wir keine Kohle bekommen? Oder ist die Kohle schon wieder weg, oder gibt es so wenig dafür? Kann sein, dass sie weg ist. Olli, wann kommt die Sims? Weiß ich noch nicht, wann die Sims wieder kommt. Kennst du auch, was soll ich kennen? Bitzer, das ist der HUD von Pharma und Sean, das Schafs, bester Freund. Sag mir nix. Hi Selina. Hallo, diesmal keine SSO. Warum? SSO ist morgens wieder dran. Immer jeden Donnerstag. Heute ist Mittwoch. Und heute ist Mittwoch, genau. Ganzen Tag lang, abends Beleuchtung. ups. Ich will ja nichts sagen, Netty. Aber wir haben keine Kohle, wir haben die Kohle nicht bekommen. Ja, dann bring irgendwo hin, wo es Kohle gibt. Ja, aber mich irritiert es gerade, dass wir nichts bekommen haben. Dann jetzt. Ja, ihr krieg doch gleich was. Auf der Heile, weißt du? So. Zuckerrohr sieht wie aus? Wie ein Rohr mit Zucker dran. Also ist es wahrscheinlich das letzte, oder? In der Preiseliste. Ich schau mal. Ja. Gut, nachher steht 0 Liter. Ja, ich war in der Zuckermühle gewesen und da hab ich's hingeschafft. Transportfirma bringt, glaube ich, am meisten, ne? Ja, dann musst du aber das zum Bahnhof bringen und dann mit dem Zug das dahin bringen. Ja, ne, guck mal hier, Bäckerei steigt ja auch gerade und werde ich dahin düsen. Darf ich fragen, wie alt du bist, meinst du wahrscheinlich? Ich bin, wenn alles gut geht, bald 30. Also noch 29, Gott sei Dank, und ich muss noch einen Keks essen, die schmecken so lecker. Du musst das jetzt übrigens mit Hashtag Werbung machen, hier dein Video, ne? Weil du da das Ilka-Wort gesagt hast und so. Weil es werden derzeit sehr, sehr viele YouTuber abgemahnt von der Firma, die Tausende von Euro dafür zahlen müssen, weil sie. Aber nur wenn du Produktplatzierung machst. Nein. Guck dir mal das aktuelle LeFloid Le News an. Habe ich schon gesehen. Und da geht's auch wirklich nur um Produktplatzierung. Wenn du aktiv dafür Werbung machst. Durchgehend. Ja, er hat aber beispielsweise, wenn du Schuhe anhast, ne? Von Adidas oder Nike Shirt oder was weiß ich. Das macht auch schon Werbung. Jetzt bring die Scheiße weg, Mensch. Ich brauch den Anhänger. Hm. So. Bin
wenn das Spiel nicht pausieren würde, würde ich längst losfahren. Jetzt geht's. Guck mal, ich bin schneller. Ich habe mich gerade bei Steffen beschwert. Diese Zuckermühle ist jetzt im Angebot. Ja, da düse ich auch gerade hin. Ich habe mich gerade bei Steffen beschwert. Er soll endlich hier ins Spiel kommen, weil du dich so anstellst. Was? Ich stelle mich immer gut an. Aha. Und ich muss noch einen Keks essen. Oh Gott. Wow, jetzt. Wow, er hat Tempomat annonciert. Was ist aber ein Kleinhänger, Holly? Ich habe auch einen Kleinhänger. Weißt du was, da kann ich in der Zeit, dass du wieder da bist, die Sportsachen aus der Sporttasche rausholen für die Waffen. Genau. Weil ohne Hänger kann ich ja nicht weitermachen. Hallo Schatz. Jo. Oh, Scheiße. Die Kekse schmecken übrigens immer noch. Ich sollte mir angewöhnen, nach dem Sport die Sportsachen rauszunehmen. Das müffelt dir so komisch. Morgen habt ihr wieder, wa? Ja, deswegen. Und es macht Spaß, ja? Ja? Oh ja, vor allen Dingen dann hinterher noch nach dem Kurs noch Geräte trinken. So, wir haben es gleich geschafft, 25.000 Euro auszugeben. Wow, nur für einen Helfer, Sisi. Jetzt mal wissen, wo meine Sporttrinkflasche ist. Schatz, hast du meine Flasche gesehen? Negativ. Die mit dem Ananas-Energie-Zeug. Alles Billy. Billy erkundet das neue Terra. Olli, ich wünsche einen schönen Abend. Bis Freitag, ETS2. Okay, bis dann. Olli, bist du schon zurück? Noch nicht mal da. Wow. Oh, es kommt ein Loot rein. Wessen Name ist das da? Von Dennis. Wer auch immer Dennis ist. Dennis, ich grüße euch. Macht weiter so. Danke, Dennis. Für deinen Loot. Schatz. War bestimmt Schatzi. Was ich? Nein. So, Schatz, sag mal, kann das sein, dass du noch Wäsche von gestern in der Waschmaschine hast? Muss ich mal gucken. Weil, in der Waschmaschine ist nicht hier. Einmal mit Profis arbeiten. Mecker, ich sag hier rum. Also, der Lutte wird auch recht angezeigt, dass nicht wundern braucht. Jetzt kommt er. Mal sehen, was für schöne Werbung gleich kommt. Mach schon mal Licht an. Ah, the new Razor Blade. Schatzi? Was denn? Guck du mal hinter dir. Ich box den gleich. Er ist dafür, dass ich meinem Mann was in den Kopf werfe. Autsch! Den auch? Dennis! Den auch? Wo krippe ich denn das Zeug hier ab? Da ist so ein gelbes Viereck auf dem Boden. Ja, ich habe hier mehrere Stellen, wo was Gelbes ist. Ich guck mal, ob ich es hier abgeben kann. Hier kann ich es nicht abgeben. Da hinten ist auch noch was. Ich habe keinen Plan. Ne? Wow. Kannst du das doch auch markieren und dann musst du dir das doch anzeigen, wo es genau. Na, ich bin ja schon auf dem Gelände, aber ich finde hier eine Stelle, wo was Gelbes ist, wo ich aber nichts abladen kann.
Ich komme mit dem Traktor gefahren. Obwohl, auf der anderen Seite hier war ich noch nicht. Pass auf, jetzt komme ich gleich da an, ne? Und hat das gefunden. Unabhängig davon, dass er nicht mal separate Konten anhat. Ja, wir sind eh schon im Minus. Wir machen pro Sekunde, glaube ich, 100 Euro Minus derzeit. Ich weiß nicht, was da gerade alles läuft. Das ist nur die eine Zuckerrohrdingsmaschine. Das Ding ist aber, die musst du nur einmal laufen lassen. Weil das ja wieder nachwächst von alleine. Verstehst? Ich glaube, das ist einfach da hinten ab. Und was für Kohle? Weiß ich noch nicht, weil ich muss erst hinfahren. Dann krüpp ich es da einfach ab, mal sehen, ob es dann liegen bleibt. Wenn es liegen bleibt, haben wir die Arschkarte, dann müssen wir noch hin. Und jetzt? Ja, ich bin noch nicht da, ich fahre immer noch dahin. Bin gleich da. So. So, ich kipp ab, ne? Wenn du merkst, dass du keine Kohle führst, dann stopp das mal. Ja, da hatte ich schon auch abgekippt, genau da. Ja. Aber deswegen bekommen wir keine Kohle. Aber wieso, es geht ja eigentlich weg, ne? Warte mal. Ja. Guck mal, ob es hier noch irgendwo. Da habe ich es auch abgekippt. Wieso geht das nicht? Ist wieder verbuggt oder was? Oder wird dein Minus kleiner? Warte mal ganz kurz. Ich fahr mal ein bisschen dichter ran. Hi Anna! Schon, eine hast du schon bestellt. Ja, ob man eine Frage stellen darf. Ne? Ist ja theoretisch auch schon eine Frage. Hallo. Moin. Hallo. Bus. Du lebst ja auch noch. Ja, ja. Bus. Hallo. Hallo. Ja. Kennst du mich noch? Ja. Ja. Also ich würde den Vogel nicht mehr kennen. Oh. Ach. Was? Wieso kippst du nicht ab? Weil das da verloren geht. Na, die Anna, die muss mich doch noch kennen, oder nicht? Aber wir hatten auch schon mal zusammen erst geschwätzt, kann das sein? Ist schon eine Ewigkeit her. Genauso wie der E-Bus, auch eine Ewigkeit her. Genau, der Olli ist auch eine Ewigkeit her. Ey, sagt mal. Ja? Hund? War dein Vater Glaser? Wieso? Er steht an mir hier vor dem Bild, ich glaub, sie spinnt wohin. Ich glaub, das ist woanders ab. Ja, bringst halt zum Bäcker oder was weiß ich. Was, du kennst uns nicht? Na klar kennst du uns. Herr Olli, was sagst du denn dazu? So was denn? Kennt die Anna uns oder kennst du uns nicht? Na, Anna kennt mich schon seit einer gefühlten Ewigkeit, euch kennst du nicht. Oh. Also ich kenn sie auch nicht. Du hast sie uns nicht vorgestellt. Gesundheit, schäm dich, Olli, schäm dich. Schäm dich. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Ja? Ich kann offiziell mit dem Mähdrescher nicht abkippen. Dann rutsch mal. Ich hab hier doch... Ups. Also, wir sind die Altgesessene. Also, wir kennen uns, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ja. So, jetzt mal gucken, ob ich dadurch jetzt Geld bekomme. Weißt du, was du doch, Anna, E-Bus kennst du, glaube ich, schon. Guck mal, Olli. Ja, aber wir bekommen kein Geld. Ich hab ja noch nicht abgekippt. Ach so. Ja, gute Nacht. Du kippst das in die falsche Richtung.
Und kommt Geld? Ja. Du hättest, glaube ich, andersrum ranfahren müssen. Ist doch egal. Ja, aber es gibt Kohle. Gut, dann geht das mit dem Mähdrescher nicht. Dann hat er die Funktion nicht dafür. Olli, ich bekomme manchmal Panikattacken. Hast du Hilfen? Ja, Lotusblätter sollen helfen. Nicht Lotus. Doch, Lotusblättern. Du bist auch schon so eine Lotusblüte, Mann. Und ein Lotusblüte. Johanneskraut. Das kann sein, Anna. Ja, die Panikattacken. Atemübungen machen. Und sehr doll kratzen auf dem Rücken. Hilft auch manchmal. Wie ich es gemacht habe. Da könnte man einen Türrahmen nehmen oder. Schatzi, lass das mal bitte. Also muss ich selber wegbringen, ja? Ja. Ebus, komm online. Hat bitte? Er noch nicht. Komm online. Der Ebus hat doch kein L17, was? L17, Ebus. Ja, doch noch, online kann ich noch nicht kommen. Kommt erst, was hast du gesagt, Anfang Februar, oder? Anfang Februar, ja. Diese Oberparty. So alt sind wir noch gar nicht. Hallo, hör ich mich an wie ein Obi? Wie ein Obi. Beziehungsweise Oma hat sie geschrieben. Schatz, ich geb dir mal einen Tipp, ne? Der Weg zu dir ist für mich ein sehr kurzer. Ich bin noch unter 30, ja? Anna? Also, mein Hase ist ja 18. Und eben. Ich bin ja erst auch kurz vor 18. Nein, du bist vor. Nicht? Und ihr wusstet, du bist ja auch erst 18, oder? Nicht? Oh, 15? Was? Und kannst du mal bitte Steffen gleich hochswitchen und sie ist. Da kann nur raufdrücken auf den Knopf. Du, aua! Ich hab gesagt, dass du jünger bist. Das war für die Omi. Ach so, weil sie Opa geschrieben hat, nicht Omi. Ja, aber trotzdem hast du Omi gesagt. So, Hinidara schreibt, ich habe einfach manchmal einfach so, ich weiß nicht warum, Todesangst. Ich zitter und kann kaum noch reden, kriege Weinausbrüche. Ganz einfach. Denke ich mal, dass sie hat, dass sie dann praktisch denkt, sie kriegt keine Luft mehr und was weiß ich nicht alles. Also wie ich das hatte. Ja, einfach in die Tüte atmen. Hyperventilieren quasi. Ja. Die Tüte. Tüte atmen, sich ablenken. Ansonsten tatsächlich mal zum Arzt gehen und. Muss ja, da verschreiten. Ja, das können auch. Wegen Sport. Kann aber auch Hormonschwankungen sein. Okay, er kann ja alleine. Hallo, Buddy! Hallo! Hallo! Ja. Ach, Buddy. Der Steffen ist auch da. Guten Tag, Steffen! Ja. Hallo, 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 hallo! Buddy, komm schnell! Olli stellt sich an! Man kann halt mit dem Mähdrescher nichts abladen. Ihr macht doch bestimmt auch gleich Feierabend, oder? Ja. Ja. Nein. Gleich so in der Stunde. Gleich so in der Stunde? Komm! Buddy, komm, rette mich! Ich tanke mal, der Tank ist nämlich fast leer. Wie viel Kohle hast du denn jetzt überhaupt bekommen? Nein, ich tank nicht. 2000 oder so. Und die sind schon wieder fast weg wegen, Ja, ich hab doch gesagt, er ist gleich fertig. Jetzt hör auf zu heulen. Buddy, komm! Das ist schlimm! Klingt so verzweifelt. Ja, ist er. Steffen, du bist ja auch unter 18, gell? Also kurz vor der 18. Steffen ist schon 20. Nein, Steffen ist kurz vor der 18. Steffen ist 20. Nein, kurz vor der 18. Steffen ist, wenn ich sage, dass Steffen 20 ist, dann. Nein, der ist kurz vor der 18, genauso wie ich und Evos. Und ja. Ich bin fast 30, ja, ich bin der Olli, der Olli ist schon fast 40. Was? hier steht ein Hänger rum, der hast du hier einfach hingestellt, ja? Ja, kannst du haben. Ja, ich bring den mal zurück hier. Ich habe einfach so Angst, das hatte ja, ich mal in der Schule und keiner hat geholfen, alle haben mich nur angeglotzt. Ja, das kenne ich. Ja, das kann ich auch. Glotzen alle. Ja, genau, Happy. Glotzen alle und dann, ja. Ich sollte vielleicht mal
Beratungsstunden geben. Oha, Dr. Olli. Ja, Dr. Sommer wird jetzt Dr. Klasitfolie. Jo. Ja, ja. Oh. Das sind ganz einfache Anzeichen von Angst- und Panikattacken. Das ist fast Volkskrankheit. Hast du noch Termine, Olli? Was hab ich? Ob du noch Termine hast? Ich hab immer Termine. Gut. Warum? Also für, müsste mal auf deiner Couch. Ja, du auch? Also wenn du mal eine Stunde für mich Zeit hast, einen Terminplan für, ach, für mich, dann... das treibe ich dir anders aus. Wie, was? Übrigens, Dennis, wir wollten doch noch irgendwo über 2,8 Millionen oder 3 Millionen Euro quatschen, ne? Hast du dich da auch mal angesprochen? Ja, also ca. 2,4 Millionen. So ungefähr in der Richtung soll es schon gehen. Ende des Jahres. Hi, Danny. Klingt gut. Ja, aber das müsst ihr nicht live quatschen. Nein, dann brauche ich seine professionelle Unterstützung. Meine professionelle? Was? Ah, ist ja Kreisverkehr, muss ich ja rechts rumfahren, wa? So. Was? War das jetzt bei Steffen? Nee, das war bei E-Boss gerade. Das war doch die kleine Luther, die. Bei mir bellt nichts. Emma? Sicher? Oder was? Happy? Noch nicht, sonst oder mehr. Happy? Nur Happy, also Emma bellt kaum. Ah. Weil sich das so hoch angehört hat. Ja, mal hoch mit tief, den wissen wir ja nicht so genau. Tschüss. Genau. Anna, schönen Abend noch. Oh, ja, bis später. Wie ist denn euer Passwort? Als, 0815. Ja. Als ob Anna nicht nochmal wiederkommt. Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir zu jung. Das kann sein, ja. Weiß der nicht. Ja. Beim Bier ist schon wieder fast alle. Ja, wir müssen tatsächlich noch ein bisschen gucken, dass wir hier noch ein bisschen mehr Fahrzeuge haben, wa? Aber wir machen ja derzeit nur Minusgeschäfte. Ja, pass auf, wenn Steffen kommt. Wenn Steffen kommt, dann... Ja, er ist schon da, wir haben ja keine Fahrzeuge. Ich hab doch gesagt, sobald die eine Saatmaschine fertig ist, dann könnt ihr den Traktor haben, Mann. Ja, bis die fertig ist, muss man... Achso, die muss ja nur einmal sehen, ne? Dann kommst du ja immer von richtig alleine. Richtig. Oh, Anna ist ja schon wieder da. Hallo, Anna. Hallo, Anna. Steffen, der hört mir nicht zu, ne? Was ist denn dunkel bei euch? Hört er den nicht zu? Nee. Ich höre immer zu. Nein. Was habe ich und heute Mittag erzählt? Der immer zuhört. Gar nichts. Der immer zuhört. So, ich gehe jetzt mal im Shop, ich guck mal, was. Was braucht man, dass man nicht pleite wird? Geldmod. Gute Idee. Also solche kleine Finanzspritze ist ja nichts Schlimmes, oder? Tschö. Oder was macht ihr? Olli, du weißt, was ich davon halte. Ja, sehr viel. Deswegen würde ich auch sagen. Nein, die Map bleibt jetzt offen. Ich muss jetzt ja. Er will cheaten. Wir können auch eine Windkraftanlage aufbauen, aber die kostet 1,2 Millionen. Ach, das echt? Kriegst du da hin, oder echt? Nicht? Die kostet jetzt 1,2 Millionen? Bis dann, Anna. Die haben doch mal 1 Million gekostet. Mal sehen, ja? Ob ich was abschauen kann. Sunny, spielst du auch gerade 17, oder? So. Bei Olli bitte nichts abschauen. Ich bin Profi übrigens. Nichts. Dr. Professor Olli. Wenn Sie Fußschmerzen haben, dann. Die Fußschmerzen haben. Gehen Sie zu Dr. Professor Olli. Genau. Wenn ihn dann hinterher dahinter bittet, dann hat er ihn in den Hintern getreten. Dr. Medwurst. Dr. Ja. Medwurst, genau. Dr. Medwurst? Dr. Medwurst, ja. Ubus. Ja. So, wer die Mähdresche haben will, ich hab den da hingestellt, ne? Bei meinem Bruder so. Im Ort ist ein Zahnarzt namens Dr. Med, den und dann Rasen. Also den für Dentist oder Dental. Ja. Dr. Med, den Rasen. Ja.
Weißt du Bescheid? Oh, Subsidia hat die Metra-Scheiß, was hat er selbst wieder rauskommen? Wie hast du das denn gekriegt, Olli? Weiß auch nicht, ich bin dagegen gefahren, danach war er kaputt. ja. Also kriegst du alles kaputt. Du schaffst das sicherlich. Er ist Professor Doktor. Das ist kein Wunder. Ey, du cheatest. Der cheatet nicht, der ist Profi. Übrigens, Steffen, wir kriegen keine separaten Konten angeschalten, ne? Nicht? Warum das nicht? Nein. Weil der Kacken ist. Olli ist ein Geizig noch. Danny schreibt, sie hat hier immer Bienen gehabt. Ah, mit Bienen, was verdient man denn da? 10 Euro in der Woche? In der Stunde, glaube ich. Wir haben über Bienen gehabt, wir haben Brote gemacht, wir haben Tomaten gemacht, wir haben Salat gehabt. Und vor allem Kühe, ganz viele Kühe. So, ich habe das metrische Problem mal schnell gelöst, wa? Was geschieht? Gar nicht, wa? Was würde ich niemals tun? Wollte ich gerade sagen. Und wieder? Ja, warum kann man hier nicht schlafen gehen? Weil es hell draußen ist. Das kann sogar Minecraft. Und weil du kein Minecraft zockst. Ah, stimmt, weil es hell draußen ist. Genau, das ist aber Minecraft. Ja, genau. Außerdem wird Regen angezeigt. Hier liegt Stroh auf Feld 1. Na, wo siehst du hier Regen? Achso, ja, nachher, gleich. Oh, es gibt TT im Sonderangebot. Trotzdem noch zu teuer für uns. Wir müssten theoretisch. Bräuchten wir eine Ballenmaschine und einen Traktor, dann könnte ich schon mal von dem einen Feld Ballen draus machen. Okay. Olli, du brauchst das Massive Ferguson Paket, das MF Paket. Da kriegst du schon mal ein Rasenmäher 45.000 Euro. Da hast du, der Schwad hat das dann auch automatisch. Da brauchst du dann Bus mit einem Sammelwagen hinterher und kannst schon mal für Silo nehmen. Und wehe, du kommst nur mit einem scheiß Schiebeschild. Natürlich. Steffen, jetzt hättest du lachen müssen. So. ich würde jetzt erstmal einen Traktor kaufen. Na toll. Einen günstigen. Also Olli, du machst ein sehr komisches Gesicht bei YouTube. Du musst mal ein bisschen lächeln. Ja, ne? Ja. Was? Ich lächle immer. Ne, du guckst immer so. Oh, ist das langweilig. Oh, so eine Scheiße. Gar nicht wahr. Muss ich das jetzt? Bring euch um! Ja, so guckt er doch, oder? Ja. Aber Schatzi? Was denn? Ihr übertreibt, so. Ja. Das sagt unsere Trainerin im Kurs auch immer. Mann, ihr müsst doch mal freundlich gucken, wenn ihr Muskelschmerzen habt. Lächelt doch mal! Da ist das ja was anderes. Hier muss er sich ja nicht anstrengen. Hier muss er ja nur lächeln. So, wir haben jetzt Geld. Jetzt kann er mal lächeln. Du hast Geld. Oh, sieht das ja schon gut aus. Du hast Geld. Und vor allem gestern war am genialsten auch gewesen, sagte so, ja, jetzt lächelt doch mal, denn schließlich wird das aufgenommen und bei YouTube veröffentlicht. Dann habe ich bloß zu Lara gesagt, ja, wenn die wüsste. Mit YouTube und so. Nee, irgendwie, ja, sind gestern, die war langweilig. Ja, spätestens wenn Steffen bei uns ist, dann wird ein schönes KTL-Video gedreht. So. Oh ja. Wenn er 20 einen Turm hat, weißt du? Oha. Wo bin ich? Aber du weißt schon, dass er, dass er kein Alkohol trinkt. Ja. Doch, ja. Doch, natürlich, der trinkt doch nur den Kräuter mit Alkohol frei. Ja, genau. Da wo Olli nur Olli von besoffen wird. Weißt du, was besoffen ist? Ja, das ist aber schon so eine Wahrnehmung, ne? Du denkst, du wirst besoffen, dabei trinkst du gar keinen Alkohol. Also Olli, das musst du mir mal erklären, wie das funktioniert. Was denn? Also alkoholfreies Kräuterchen trinken und dann voll. Aber ich muss wirklich sagen, der hat nicht nach alkoholfrei geschmeckt, oder? Nicht wirklich. Also man muss wirklich nur denken, dass das Alkohol ist, das reicht vollkommen aus. Ja. Der hat nach alles geschmeckt, außer nach Alkohol, ne? Also. Kohle! Aber wenn du dir vergleichst zu deinem Geburtstag, wo du bei uns warst? Oh, du hast mich ja getötet. Oh, der arme Schnurr ist, wenn ich bei Dennis bin. Also,
Also er ist zum nächsten, ist am Folgetag zur Apotheke gegangen und hat mir was geholt, dass ich wieder lebe. Muss ich nur beipflichten, das stimmt. Wir es mussten zur Apotheke, damit Olli wieder lebt, irgendwas für den Kreislauf. Also am nächsten Tag ging es mir blenden, glaube ich. Ja, in der Dennis und ich haben doch abends noch einen Kaffee getrunken. Oh, siehst du? Und Olli war breit gewesen. Und hat eine Ecke gestunken. Ich wollte Scham essen und. Steffen, davon existiert ein Foto. Also Steffen, was isst du denn, wenn du voll bist? Heuhupsa oder Grillen? Nettie Spinn essen können. Steffen, ich brauch Vorhängeschlösser für meine Terrarien. Ja. Ach, so ein Spinnensalat ist doch gut, oder? Hallo! Na, du süße kleine leckere Spinne. Bin frittiert, wa? Schnauze! Oh. Ihr seid gemein. Immer auf die Kleinen. Wo habe ich mich denn jetzt festgehackelt hier? Machst du da? Steffen, warum hast du so komisch gelacht gerade? Weil ich das gerade lustig fand, weil du gerade raushaust, wir sind gemein und Ebus haut noch einen rein. Ich bin immer dem Finger eine Wunde. Ja, ja. Hallo, Mikey. Ich wurde gerade aufgefressen. Ah. Vom Hund. Ich glaube, ich hole mir noch ein Bierchen und gehe in Röhren. Dann kannst du ja, wenn du dir sowieso schon ein Bier holst, bitte die Waschmaschine anmachen, sonst. Ja, ich schicke dir mal ein Franziskaner Weißbier. Oh ja, danke schön. Schön gekühlt. Weißbier, nicht Weißbier. Gebraut in München. München. Ah, München. Oh, scheiße. Gut, dann bin ich gleich mal wieder da. Okay, jo. Du bist gleich mal wieder da. Ich kriege hier die Krise mit dieses Mini-Schneidewerk. Du, Steffen, du bist doch auch so ein Künstler, ne? So, ich bin ja. Auf der 1. Wenn man jetzt dauerhaft mit einem heißen Draht Styropor bearbeitet, kann man davon irgendwie, von den Dämpfen irgendwie sich vergiften? Ja, Styropor ist ja allgemein so ein bisschen ungesund, ne? Vielleicht. Deswegen sollte man auf brennendes Styropor nicht so einatmen. Habe ich heute 8 Stunden lang gemacht. Habe ich ungelogen 8 Stunden heute bearbeitet. Ja, da würde ich dir so eine Schutzmaske empfehlen. So eine, was echt, die, so was toll? Die, ja, was ja. Die Chinesen hier in Peking auftragen, diese weißen, weißt du, würde ich dir empfehlen. Ja, sowas habe ich ja hier, aber das ist so... Aber es sind keine gesunden Dämpfe, die du da machst, zu denen. Ja. Ich bin dunkel. Weißt du, dass ich hinterher irgendwie, wenn ich mal eine Pause gemacht habe, irgendwie immer im Zittern war? Oh ja, siehst du? So, ja, der aber... erste Ballen ist gelegt. Glückwunsch, Olli. Was denn? Warum müssen Männer immer sagen oder groß ankündigen, dass sie kacken müssen? Ey? Echt, jetzt der erste Ballen ist gelegt. Ja, ihr denkt immer nur falsch, ja? Nee, wir kennen dich schon zu lange. Wir müssten mal sowas wie Wahrheit oder Pflicht spielen. Nein. Ich kenn nur die umgebaute Variante Pflicht oder Saufen. Na, letztens haben wir ja, okay, Wahrheit oder Pflicht haben wir nicht wirklich gespielt. Wir haben Wahrheit oder Wahrheit gespielt, ne, Ebus? Ja. Weil Pflicht war immer nicht so leicht umsetzbar, außer für mich. Und das wäre unfair gewesen. Ja. Also Pflicht, das war ein bisschen... Genau. Du, wir können auch spielen, Mensch, sauf doch endlich. Also statt Mensch, ärgere dich nicht, sauf doch endlich. Das heißt, immer wenn du keine 6 würfelst, musst du einen trinken, ja? Nee, ja. Ungefähr so, wenn dich einer rausschmeißt, musst du einen trinken und so weiter. Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Da gibt's direkt ein Spielbrett zu mit kleinen Schnappgläsern. Ein Spielbrett mit kleinen Schnappgläsern? Ja, Mensch, sauf doch mal endlich. Irgendwie so statt Mensch, ärgere dich nicht. Mensch, sauf doch endlich.
wäre doch was für unsere illustre Runde hier, oder? Aber das wäre auch mal was, was man mal streamen könnte. So, Mensch, ärgere dich nicht. Spielen wir zu viert? Oh Gott. Wir können ja auch die alle Sissy-Filme schauen und jedes Mal, wenn das Wort Majestät fällt, müssen wir alle sagen, lang lebe die Kaiserin und saufen. Du hast das Aufstehen vorher vergessen, ja? Ach ja, stimmt. Aufstehen müssen wir auch noch. Und alle drei Sissy-Filme hintereinander weg. Genau. Das Spiel pausiert. Backe? Wer ist Kacke? Mal ein Anhänger. Happy hat gerade einen tutteren Durchhänger. Haben wir einen Anhänger? Ja, bei mir cool. Irgendwo im Feld. Und auch einen Traktor, der den ziehen kann? Ja, sobald die Saatmaschine mit der Zuckerrohrgeschichte fertig ist. Und du weißt, wo das endet, Steffen. Ja, dauerhaft ein Zuckerrohr wieder, was? Ja, yeah. Ich wollte ja eigentlich Holo beschäftigen, aber immer weiß ich, was in Internet scheiße. Was wurde es eigentlich auf Feld 2 gepflanzt? Ich muss Holo fragen. Naja, Steffen ist da drauf. Ja, so ja. Na, wenn Steffen irgendwas sieht, ja, dann so ja. Hab nicht, nicht gesehen, aber es ist gewachsen hier und ich fahre das jetzt schon ab. Ja, Holo hat das gemacht. Stimmt, er hatte gefragt, was gesät werden soll und dann hatte ich gesagt, mach mal so ja. So, wie weit ist denn der Zuckerrohr-Typ da. Switch doch mal rein. Zuckerrohr. Ja, fertig. Selina, hast du einen Hund? Ich nicht, aber Emus hat hier einen Hund, ne? Also. Jo. Und Netty hat einen Hund. Beziehungsweise Netty und Dennis. Gina, sag mal was. Sag mal Papa. Wo ist Papa? Ich hab einen vollen Besuch gerade. Steffi. Wo ist Papa? So, wo steht denn dein cooler Karten. Anhänger, Olli? Ich hab den ordnungsgemäß zur Scheune gebracht. Also nicht zur Scheune, zum, zu uns nach Hause. Also da, wo wir wohnen. Da, wo ein Haus ist. Da, wo ja. Ein Haus ist. Ah, es ist nicht wieder schön hell. Der steht bestimmt jetzt irgendwo quer in den Vorgarten drin oder so, wa? Nein. Ja, so wie Olli das halt immer macht, ne? Ah, du siehst es doch theoretisch auf der Karte, wo es ist, oder? Ja, ich hab ihn schon gefunden. Soll die Zeit weiterhin auf 1220 laufen? Für Steffen ist das von Vorteil. Für mich auch. Oh, der hat sogar Orange-Anhänger. Ja, eins der schönsten Farben überhaupt, oder? Jimmy würde das jetzt sogar bestätigen, Olli. Ja. Als Holländerin. Mir tut das so leid, dass Holland nicht bei der WM dabei ist. Sorry, Jimmy. Auch Italien. Ey, das ist so geil. Pizza essen und kiffen. Nicht? Ja. Nein, während, um Gottes Willen. Während des Finalspiels von Deutschland, die gerade 3-0 in Führung stehen gegen Frankreich. Und die nächste Runde und... Was macht denn? Oh, du bist ein Schatz. Was? Jupp Speckels, danke für dein Abo und schön, dass du reinschaust. Du hast zwei Katzen. Oh je. Miau. Ja, du auch, hörst du gerade. Ich bin ja unten. Okay, hallo. Katze tot. Aha. Ich hab doch Katzen gehört, ich hab doch hier irgendwo Katzen gehört. Was ist los, Happy? Ja. Katzen. Katzen ja. Fressen. Katzen fressen, ja. Ah, Dennis ist wieder da. Hallo, Dennis. Ja, hallo, Steffen. Hallo, Olli. Hallo, Dennis. Dennis hat ein Bier. Hallo, Mokel. Ja, ein schönes, das schäumt sogar. Oder auch rein. Dann ist dich überschäumt. Nein. Hast du ein Bier mitgebracht? Hat kein Zipfel. Wenn du jetzt nicht gleich hier so auf mein Hallo Mokel reagierst, ne, dann und so, du weißt schon. Hallo, mein Hase. Und Hallöchen an Marlon.
Hallo. Weißt du, was wir lange nicht mehr hatten? Ich heiße Marvin. Ja, Marvin ist heute nicht da. Jungs, Mädels, Steffen und Schatzi. Hm? Ich werde mal den TS arbeiten, gell? Was? TS verlängern, meinst du? Ja, genau. Alles klar. Nur, dass hast ihr du... Bescheid wisst. Ja, hast du jetzt gerade Jungs, Mädels und Steffen gesagt? Ja. Ich stehe außen vor. Nein, ich fühle mich, fühl mich geehrt. Ich glaube eher, du bist kein Geschlecht zuordbar. Oh. Okay, jetzt wo du sagst. Steffen, reden wir noch mit ihm? Ups. Stimmt, es gibt ja mittlerweile männlich, weiblich und Universal oder Unisex. Oder wie das heißt. So. Meine Dienste. Right. Jo. Ja. Ich hab 850 Euro. Das ist nur noch 847. Ich hab Geld gekriegt, wie jetzt? Wie geil. Das ist gleich wieder weg. Obwohl, doch, Helfer sind eingestellt, ne? Ups. Ups. So viel dazu, dass ich hier regelmäßig die Scheiße wegbringe, ey. Ja, ich bin ja auch schon dabei, Geld zu machen. Ich mache hier schon Strohballen, ja? Boah! Der Einzige, der faul ist... Nein, das kann ich nicht behaupten. Schatzi hat gerade Wäsche hochgeholt. Rebus ist faul, der macht nämlich gerade nichts außer zugucken. Der darf das. Und Fußball gucken. Wer spielt denn? Düsseldorf gegen Aue. Oh. Ah, okay. Na, Aue will ja eh kein Mensch kennen, ne? So, Aue ist ja auch eine schöne, klassische Traditionsmannschaft. Ja, ich glaube, ich bekomme gleich Schläge, wenn ich weiter... Ja, und was ist und mit meinem... Da spielt sogar mein Namensvetter mit. Oder hat er mal gespielt? Was? Ja, der war mal im Sturm da. Ich weiß nicht, ob er da immer noch spielt. Sag. Warte mal, ich muss mal gucken in den Kader. Bom, bom, bom. Steffen, wir haben doch gar kein Kind. Nee, nicht der Vorname, der Nachname. Der hey, immer... Olli, hi, Tag schön. Hi, Olli, wie war die Arbeit? Langweilig. Hast du mir heute nicht mal geschrieben, wie die Arbeit war, Leonie? Da es sein könnte, dass das gerade Teamkollegen zuschauen, die war total super und ich bin froh, dass ich morgen wieder arbeiten gehen darf. Und... ja. Und wie war Schule, Leonie? Da es sein kann, dass Lehrer zuschauen, total toll! So, Schatzi und Steffen? Nee, der ist gar nicht mehr bei euch, der ist weg. Team TS ist verlängert worden. Wuhu. Du kannst auch ruhig Ebus dazu nennen, weil Ebus ist auch des Öfteren bei uns drin. Achso, Ebus, du kannst auch jederzeit wieder auf den TS kommen, also ist das wieder offen. Ach, darum, ach, warum ging's vor uns neben? Ach, der war zu? Ja. Ja, kurz davor. Ich wusste ja nicht, auf welchen TS ihr seid. Da habe ich erst eingenommen und ja, irgendwie nicht. Okay. So. Happy ist heute sehr mitteilungsbedürftig. Oh ja, sein. Heute ist. Ja, ist er gut jetzt. Oh. Jetzt auch ein machen wir Hunde TS jetzt. Warte, soll ich Gina mal den Kopfhörer geben? Emma, wie viele Socken bringst du hier noch mehr an? Lol. Ach, die mag auch Socken. Gut, hier, zieh an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht Socken. Was, du brauchst noch mehr? Warte, ich komm gleich wieder. Dina hat das am Anfang sehr exzessiv gemacht.
Socken klauen, ne? Mhm. Aber irgendwie immer nur Papas. Also seine, seine. Ja, die riechen ja auch gut. Also wenn man die 6 Wochen getragen hat. Gouda. so Arbeitssocken. Ja, genau. Das war kein Gouda mehr, das war schon Essig. Limbo. So Arbeitssocken 12 Stunden lang getragen. Mm, ja. Es ist schon wieder dunkel. Wenn du dann richtig auf der Baustelle bist, ne? Ja. Netti. Ja. Geh mal in den Chat bei Alice17 ja, und gib mal /timesetday ein. Kann ich nicht. Wir sind auf der Alice. Ja, sag ich doch. PS4. Das geht auch bei Alice17. Ich weiß nicht mal, wo hier, wie ich den Chat öffnen kann. Keine Ahnung, also auf PC weiß ich das. So, Leonie schreibt, ja gut, wurde aber festgestellt, dass meine BFF Blödsinn gemacht hat und dass ich ihr nicht mehr vertrauen kann. Habe jetzt nur noch eine Freundin in der Schule. Und die Lehrer meinten dann, keine Sorgen, wir sind ja auch noch deine Freunde. Das habe ich schon gelesen, das hast du halt auch in der Gruppe geschrieben, ne? Ja, mit der WhatsApp-Gruppe haben wir eh bald Probleme. Ja. Also, Netti, wenn du Lust hast, pro Tag 2.000 bis 3.000 Nachrichten zu bekommen, also über Nein. Nacht, wenn du schläfst. Oh. Nein! Soll ich dich der Gruppe hinzufügen? Nein! Ich war auch in der Gruppe gewesen, ich habe die Gruppe verlassen, weil ich konnte nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich auch demnächst YouTube löschen. Du wirst YouTube löschen? Dann kann ich ja gar nicht mehr streamen, wenn du YouTube löscht. Ich will meinen Account löschen, Mensch, so. Ja, siehst du, Leonie, ich lese sogar mal zwischendurch die Chat-Nachrichten. Manchmal, wenn er Zeit hat, wenn er mal wach ist. Was soll das denn jetzt heißen? Ich bin immer wach. Oh, Bruder, ja, ja. Du schläfst nie, ich weiß. Ja. Und Steffen, wie war dein Arbeitstag heute? Ja, recht ruhig, ne? Also, es war da angenehm entspannt. Hast du interessante Gespräche gehabt, Steffen? Nee, heute nicht. Heute habe ich kaum Gespräche gehabt, heute habe ich mehr Backoffice gemacht. Okay. Oh. Wird Zeit, dass du bei mir anfängst. Ja, ich warte nur auf ein Angebot von dir. Ich muss es doch schreiben, wa? Ja. Hattest gestern ja nur 250 bis 300 Nachrichten, auch nicht mehr. Ja, ja, ich weiß. Na okay, weil ich regelmäßig lese, ne? Wenn ich jetzt mal 24 Stunden gar nicht reingehen würde, ich will auch gar nicht wissen, was jetzt schon wieder an für Nachrichten da sind. Ich guck mal gleich. Blub, blub, blub. Steffen, es geht dann wahrscheinlich bei Olli so wie bei uns bei The Crew. Ja. Alles gut? Netti quietscht, kann sie bitte jemand ölen? Was? Nix. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ja, wir hatten. Olli, wir hatten bei den 7-Stunden-Rennen oder 8 Stunden, dass wir da gefahren sind bei Crew, irgendwann Langeweile bekommen und haben den Gegenverkehr immer gezählt und haben mal hup, 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 hup. Ach, ihr spielt noch zur Crew? Ja, ja. Regelmäßig. Ach du Scheiße. The Crew 2 ist so eigener Mann. 72 Nachrichten nur. So. Stimmt, The Crew 2 kommt ja auch bald dran. Ist schon draußen. Ach, ist schon? Schon seit letztes Jahr. Das kann gar nicht sein. The Crew kam letztes Jahr im Oktober oder so raus. Da bin ich ja nicht mehr up to date. Du auch nicht? Oh, wo fangen denn die neuen Nachrichten an hier? Da habe ich noch geschrieben. Okay, dann kannst du nicht mehr weit weg sein. Geh mal kurz AFK. Okay. Jo. Ah, hier gehen die neuen Nachrichten los.
Steffen. Wie kriegen wir einen Olli durcheinander? Ich habe jetzt mal eine bescheuerte Frage, wird wahrscheinlich auch ganz lustig klingen, aber vielleicht weiß ich auch schon die Antwort, aber haben wir einen LKW? Nein. Nein. Okay. So, ich fahre weiter. Haben wir einen größeren Anhänger wie den? Übrigens, wir haben bis jetzt noch kein bisschen, wir haben bis jetzt ca. 200.000 Euro Minus gemacht, wir haben noch keinen Plus gemacht, ne? Hallo, ich bin hier die Einzige, die Geld verdient, ja? Ja, ich habe hier schon ganz viele Ballen gemacht, die, wenn ich die da wegbringe, dann mache ich Millionen. Bald. Irgendwann. In 3 Jahren. Ja, Zuckerrohr bringt nicht viel, ne? Weil man dann nur den kleinen Hänger hat. Wir bräuchten einen größeren Hänger. Das Lustige ist, wenn du beim Zuckerrohr den kompletten Zug voll machst, ne? Steffen, was hattest du verdient? 1,8, ne? Von den 1,3? 1,2. 1,2 Millionen. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber wir brauchen mehr Hänger. Und mehr Traktoren. Aber und mehr überhaupt Hänger. Von allen etwas mehr. Und mehr Kohle. Und schnelle Traktoren. Bibi. Und Großanhänger. Und LKWs brauchen wir auch. Bibi. Und wir brauchen Bäume. Ganz viele Bäume. Ganz viele Bäume. So. Ach du Steffen. Ja. Mir ist da letztens ein Unfall passiert auf der Map. Welcher denn? Eine Firma für Streichhölzer hat angerufen. Die brauchten ganz viel Holz gebaut für Streichhölzer. Ich hab gesagt, hier kannst alles umnieten. Okay. Alles das, was du gepflanzt hast. Oh. Haben wir denn wenigstens ein paar Streichhölzer abbekommen? Nein. Naja, doch, der wollte Streichhölzer liefern, das ist dann aber im Maisfeld gelandet und die sind dann angezündet worden. Und dann habe ich ganz viel Geld mit dem Popcorn gemacht. Cool. Nachdem die Streichhölzer dann quasi im Maisfeld gelandet sind. Aber es würde mir echt mal interessieren, wie das sich so anhört, wenn ein Maisfeld brennt. So nah. Ist ja bald wieder soweit. Stell dir vor, du gehst an so ein brennendes Maisfeld vorbei und du hörst die ganze Zeit so. Ein ganz großes Popcornfeld. Schön. Weißt du, einer zündet's an. Ganz viele liegen drumherum mit dem Mund nach oben aufgerissen. Aber du solltest, glaube ich, Zuckerstangen mischen mit, oder Zuckerrüben mischen mit Zuckerrohr, meinst du? Ich weiß nicht, was besser kommt. Brauner Zucker ist gesünder. Ja, ne? Ja, weil du wirst ja auch gezuckertes Popcorn haben. Was bist du hier rum? Stimmt, jetzt wo du sagst. Müsste daneben eine Zuckerfabrik stehen, die noch mitbrennt, denn. Nee, ist ja Quatsch, du brauchst. Obwohl, dann ist es ja karamellisiert. Ja. Es kommt ein Not von Dennis. Bella, ciao, ciao, Olli. Oh, ja, geil! Aha. Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, Papi, ciao, na, 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 na. Ja. 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 Da, 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 da. Na, 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 na. Na, 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 danke für den Loot. Na, 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 da, 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 da. So, wenn ich dieses Feld fertig habe, dann werde ich danach die ganzen Ballen einsammeln. Sodass ich zumindest sagen kann, ich war auch mal produktiv, ja. Obwohl ich bin auch produktiv. Ich mach das Geld. Also ich bin der produktivste von uns allen. Ja, am Geld ausgeben. Nee, nee, nee. Weil man muss bedenken, ich bin der Einzige, der generell kein einziges Mal einen Helfer eingestellt hat, somit kein Minus gemacht hat. Ja. Doch. Du hast Helfer eingestellt, Holo und mich. Kommst du mich mal abfahren? Aber ihr wolltet kein Geld haben. Beziehungsweise ihr habt. Ihr wolltet keins. Also ihr habt vergessen zu sagen, dass ihr was wollt. Ihr wisst, was ich meine. Dafür kann ich gar nicht. Wollen wir nicht? Nein, wissen wir nicht. Schatz, die letzte mit. Ich brauch das Lied. Von Hannes Wader.
die Version. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld bekommen, wa? Solange es GEMA geschützt, GEMA-frei ist. Na, sonst sperre ich morgen wieder. Weil ich bin ein ganz blöder Penner. Der bei der GEMA, den Titel eintippt, ist ein ganz blöder Penner. Hier gesperrt kommt jetzt. Du hast es so original gesungen, nette, ja, dass das wieder sofort gesperrt wurde. Genau. So. Das war jetzt die aktuelle gleiche Tonlage. Nee, die war ein bisschen verzögert gewesen. Der hat ein bisschen schneller gesungen. Das teste ich morgen mal. Oh nein! Oh, im Stream läuft gerade Werbung, steht hier. Werbeanzeige wird wiedergegeben. Sorry, dass ihr jetzt gerade Werbung sehen müsst. Die Rettung von YouTube. Ich würde interessieren, wie es jetzt gerade ist, weißt du, so nach dem Motto, jetzt folgt nur ein Spot. Genau. Hätte ich auch so denken, du machst dir eine Dauerwerbeschleife gleich bei YouTube. Ich habe heute einen schönen Brief bekommen in mein Postfach. Steffen weiß das schon. Die Mahnung von der GEZ ist heute angekommen. Also jetzt werde ich tatsächlich mal so langsam bezahlen. Übrigens, Olli, ich habe letztens auch Post bekommen. Hast du deine auch schon Lohnsteuer machen? Nö, der Brief fehlt mir noch. Ich habe meinen schon bekommen. Ich auch schon. Schon im Januar. Ja, wir haben ja auch. Echt jetzt, Chat? Bei ihm ist im Februar. Ja, Olli, das wusstest du noch nicht. Wir sind schon am 2. Februar hier in Bayern. Wieso bekommst du dein CR als ich meins? Weil ich Bediensteter bin. Nein, darum geht's mir nicht. Bei dir ist das klar, weil. weil ich unbefristet bin und du nicht. Aha, bist du das Besseres oder was? Ja. Ändert sich ja vielleicht bald. Ich war ja. Olli. Was? Wenn du dich gut angestellt hast. Es war dein Vorgesetzter, da wo du vorgesprochen hast, eine weibliche Person oder eine männliche Person? Also der Vorgesetzte ist eine männliche Person. Also wenn es eine weibliche Person war, hat das schon verkackt. Na, kommt drauf an. Wenn er schwul ist, dann nicht. Unbedingt. Auf jeden Fall ist es eine männliche Person und die Personalabteilung, da war es eine weibliche Person und sonst alles männliche Personen. So. Gut, ich bin fertig mit Dingsen. Hast du aber wenigstens deinen Hosenstall zugemacht, ja? Was denkst du denn jetzt schon wieder? Bevor du dich zugehörst. Achso, ich dachte wegen Dingsen meinst du jetzt. Nee, nein. Sag mal. Deswegen sage ich ja, wäre es eine weibliche Person gewesen, hätte Olli das Gewerbe nicht verkackt. Nicht unbedingt. Na gut. Der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt. Wo bist du denn so? Der Penner. Wieder da war AFK, WW Leonie. Und du weißt, da glaube ich, Steffen, auf wem ich das bezogen meinte. Obwohl, wenn ich die Arschkarte habe, bin ich im März auch da. Ja, dann bist du auch ein blöder Penner. Oh Gott. Na egal, dann nehmen wir uns ein Einzelbüro, Olli, und dann geht's hoch. Wir arbeiten nie wirklich, das weißt du schon, ja. Doch, wir bauen Webseiten und so Scheiße. Wo, Olli? Obwohl, die GEMA hat es wirklich mal nötig, ihre Seite zu überarbeiten. Ja, natürlich. Ich guck, Entschuldigung, ich meinte Steffen JJ Jackpot hat wieder ein Video rausgebracht. Okay. Die ist Center Shocks. Oh. Paul. Die lebt noch. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, diese JJ Jackpot. Die tut ja immer so, als wenn sie doof ist. Im Endeffekt ist das aber eine relativ bekannte Hip-Hopperin, die einfach nur mal darstellen möchte, dass die Leute nicht alle das glauben, was es im Internet dargestellt wird.
Ach, du meinst die Frau mit der Pflaume da? Ja, genau, die Frau mit der Pflaume. Das ist eigentlich eine sehr, sehr intelligente Frau, die echt viel Geld verdient. Ihr müsst euch das Video reinziehen mit der Pflaume. Das ist. Ja, weil sie sich also doof gestellt hat, deswegen hat sie ja so viel Geld verdient. am Anfang nicht alles möglich, dass sie echt. PR. Das ist alles PR, richtig. Fand mal lustig das Video, wo sie das Wort subjektiv erklärt hat, ne? Wo sie gesagt hat, die Flasche Cola ist ein Subjekt. Und wenn ich ein Loch buddel und die Flasche Cola da reinwerfe, liegt so tief. Das ist ein Subjektiv. Ja, also. Ich will ja nichts sagen, ja. Das ist ja eigentlich alles gespielt, ja. Aber ein bisschen Doofheit muss trotzdem drin stecken, dass man auf solche Ideen kommt. Nein, eben nicht. Genau das Gegenteil. Um auf solche Sachen zu kommen, musst du was im Kopf haben. Intelligenz. Das geht nicht, wenn du dumm bist, dass du auf so eine Idee kommst. Das kommt nicht hin. Bin ich der Meinung. Ja. Nur das Chaos herrscht im Genie. Das Genie herrscht im Chaos. Das war gerade dumm von dir, der Spruch. Also falsch. Es ist mir egal, die Leute wissen, was ich damit meine. Nur das Genie beherrscht das Chaos. Richtig, und was meinst du, was sie macht? Und außerdem, das war Absicht, hallo. Sag mal, hat die Saatmaschine gleich einen Kupfer vorne mit dran, ja, war? Nein. Nee, es wird neblig. Oh, 1 Euro Lohnzahlung. Für das nicht gerade viel, wa? Aber guck mal, ich bin jetzt auf 10.000 Fuß. Das ist voll der Ausbeuterbetrieb, Olli. Was, 1 Euro hast du schon bekommen? Platin. Sonnenblumen. Die hat einen Grubber vorne mit dran. Ein Grubber. Steffen, wann düst du morgens zur Arbeit? Überleg mir noch. Welches Verkehrsmittel nimmst du? Nicht Auto. Ein großes, rotes, langes. Also kein gelbes, langes. Nee, das ist. Würdest du was gelbes, langes nehmen? Dann hätten wir gemeinsam fahren können. Ja, aber du bist Birkenwerder. Und dann sitzt sie ganz alleine in dieser. Nein, du könntest mit der S8 weiterfahren bis bei nochmal Straße. Ja. Du brauchst ein bisschen länger. Ja. Aber. Ich hab dich auch schon mal abgeholt. Einmal. Sound. Stimmt. Ja, einmal, ne? So, ich hab jetzt den Ballenhänger abgeholt. Ich glaube, Olli war der erste YouTuber, der sich vor das GEMA-Gebäude gedroht hat. Was? Da hat Olli allen YouTubern da, was vor, weg. Steffen? So, weißt du, so, irgendwann mal so beim YouTuber-Treffen, weißt du, so. Ey, ich hab 5000 Likes. Boah. Ich hab die ganze Nacht durchgestreamt. Boah. Und Olli so. Ich stand vor dem GEMA-Gebäude. Boah. Ey Steffen, Wenn du das nächste Mal schon den Traktor mitnimmst, dann lass doch die gefällige Saatmaschine da nicht hängen und mitten im Feld und so. Ich bleib da jedes Mal hängen, du hast sie da mitten stehen lassen. Wisst ihr, was bei dieser Mensch scheiße ist? Was denn? Die Scheune ist nicht um der Ecke, man muss ein Stückchen fahren. Hab ich Rechte zum Verkaufen? Ja. Niemals, hast du Rechte. Meinst du, das Fahrzeuge? Ja. Die Fahrzeuge nicht, glaube ich. Was willst du denn verkaufen? Die Saatmaschine für den Zuckerrohr, die braucht man nicht mehr. Ach so. Weil Steffen die A im Feld stehen lassen hat, B Zuckerrohr tust du einmal anpflanzen. Das ist doch. Single Row Billet Planter. Weiß ich nicht, was das ist. Musst du gucken. Ja, ist das. Ah ne, Saatmaschine. Keresmast. Keresmast ist dafür nicht. Ja, hier, mit einer Seemaschine kann man Felder. Ja, das ist das hier. Soll ich verkaufen? Ja. Pass auf, gleich schreit Steffen. Ah, du hast die falsche verkauft. Ja, gleich ist mein Mähdrescher weg. Plupp. Müsste weg sein. Swissmaster HD, hi, Tag schön. Und hi auch an Gonsonat90 YouTube German. So, ich hau jetzt erstmal ab zum. Ups, wo muss ich jetzt hin? Da runter. So.
ich bin jetzt mal produktiv und bring jetzt mal Stroh weg. Was? Wahnsinn! Der Olli verdient mal Kohle, ey. Ich glaub das nicht. Na, ich muss jetzt zumindest einmal mal was Gutes tun, ne? Ich glaub das nicht. So. Netti, was hältst du davon? Was machst du am Wochenende so? Also am Samstag habe ich eventuell Zeit, wenn Steffens Termin ausfällt. Was ist denn am Samstag für ein Termin, Steffen? Na, ich wollte doch die Küche holen. Ach, aber stimmt. Ich krieg den Mietwagen nicht. Ich habe schon gesagt, ja, wenn der Mietwagen wirklich, weiß ich, über 100 Euro kostet und dann noch das wieder volltanken und so weiter, dann kann man sich fast eine neue Einbauküche kaufen. Ja. Man muss schon produktiv dabei sein, wenn man sowas kauft. Nee, aber ansonsten habe ich mir überlegt, ob man mal wieder so Far Cry 4 Multiplayer spielt oder so. Aber Oliver hat sie noch ein bisschen im Hinterkopf, ne? Ich kann ja, weil ich noch auf den Bekanntenkreis einkriege und dann. Weißt du, nur mal so eine blöde Idee. Sag doch einfach mal Dingens hier von der Galerie. Habe ich schon. Scheiße. Leider rückt Kimi den nicht raus. Erstens, weil sie noch in der Winterpause ist. Und zweitens, wissen sie das nicht. Dass die privat verwendet werden, die Autos. Wegen einmal, ja. Ja, wie muss er das alles irgendwie steuerrechtlich abrechnen lassen? Kannst du nicht irgendwen fragen, der damit arbeitet, ob er eine Möglichkeit hat? Wen? Das ist doch ein Kollege da. Ich weiß nicht, wie der heißt, der mit dem englischen Namen. Herbert, meinst du? Ja. Naja, der hat ja ohne so eine Klapperkiste privat. Ist das jetzt hier? Doch, das müsste hier die Scheune sein. Ist, heißt die Scheune zufällig A? Keine Ahnung, weiß ich was. Ich hab noch kein Stromverkauf bekommen. Ja, du bist da, Olli, du bist da richtig. Da ist die Scheune irgendwo. Okay, ich versuche es einfach mal hier abzukippen. Mal gucken, was passiert. Bleib vor der Tür liegen. Ballenentler. Ja, sehe ich ja dann. Hallo. Hallo. Ach, der Übung ist auch noch da. Ja. Ui. Der ist ja so still. Was denn? Das ist nicht die Dings. Jetzt steht das vor der Scheune. Gut, ich muss das irgendwo anders abkippen. Hi Michel. Tag schön, wie geht's dir? Gut, dann nehme ich das und kipp das woanders hin. Irgendwo ist. Hier nebenan ist auch noch eine Stelle, vielleicht kommt das da hin. Oh, der Michel. Lebt denn der Michel? Entschuldige. Holz Michel noch. Ich hasse dieses Lied, ja, das finde ich so schlimm. Wieso? Ja! International, also. So, es kommt noch. es kommt ein Not von Dennis, was für ein Zufall. Ja, wenn die Leute das nicht auf die Reihe kriegen zu looten, außer Dennis. Ich grüße meinen Schatz und Steffen und Ebus und Olli. Hallo. Du hast ein kleines Unproblem. Ich grüße zurück. Beim und. Ich glaube, er hat und schon zu viel Promille, meinte ich. Nein, das habe ich nicht. Da hat er zu wenig Promille. Ja, hallo. Oh. So, dann kippe ich das erstmal hier ab. Auf jeden Fall danke für dein Loot. Ein Loot tut immer gut, oder irgendwie so, ne? Wenn ein Loot tut gut. So, ich hoffe, was hier abkippen können. World of Tanks Werbung kam. Ah, das ist ja die passende Werbung für Andy. Ja, genau. Leute, ich krieg mich aus dem Spiel aus, geh aber noch nicht aus dem CS, weil geht nicht mehr und so. Okay. Na, lange machen wir ja nicht mehr, wir haben ja gesagt bis um halb. Ja. Ah! Oh, dann muss ich aber noch schnell. Das ist ja richtig fahren. Beschiss hier. Also nicht direkt vor der Scheune, sondern links ist so ein Untergestell, ja? Und da kommt man das ab. LOL. Total unrealistisch. Ja genau, Ebus. LOL. XD.
Rolf, jawohl. Cool. Lustig euch Süß zu hören, schreibt Dani gerade. Was? Lustig euch Süß zu hören, hat Dani gerade geschrieben. Ach, ja, sind immer lustig. So wie wir jetzt gerade sind, ist eigentlich die alte Crew. Ja, du musst dir mal die alten Folgen angucken, wo wir noch auf PS4 immer gespielt haben. Oder ja, auf der. Ich jetzt auch auf PS4. Auf der PC haben wir auch gespielt, genau. Ja, da warst du ja dabei. Ja, genau. Das ist der immer gesagt, wir brauchen mehr Hänger. War ja nicht so gut. Nee. Ebus, weißt du noch Ebus? Die Verbindung wird gehalten. Ja. Sie werden gleich verbunden. Wie ist die Leine? Ich war der Typ, der mal hier hängen wollte. Dennis wollte immer nur irgendwelche Bäume absingen. Er hat gesägt, er hat die Stimme genau. Dann liegen lassen. Und deswegen braucht sich so viele Hänger, weil Dennis überall so eine Baumstimme hingelegt hat. So, ich glaube, eine Ladung Strohballen habe ich jetzt noch so als Möglichkeit und das war's dann. Dann müsste das Feld leer sein. Du kannst noch meinen Hänger wegnehmen, Olli. Du kannst mir mal zeigen, wie toll das ist, Dings zu machen, Zuckerrohr. Oh, das war noch alle alte Zeiten. Oh, da fahre ich gerade durch. Wo wir vier Mann am einen Baum gesägt haben. Ja. Der auf den Baum. Das war übel. Und dann haben wir versucht, diese Baumstämme in diesen Hänger reinzukriegen. Ja, genau. Was auch nicht immer so geklappt hat. Und Steffen, was machen wir heute? Wir nehmen den HW. Genau. Den gab's aber damals noch nicht. Doch. HW, Zuckerrohranhänger, alle drin geklopft, ausgekippt. Aber ich habe schon mal erzählt, was. Natürlich gab es den da schon, wir konnten uns den nur nie leisten, weil Olli immer irgendwelche Kredite aufgenommen hat, um euch die scheiß Anhänger zu kaufen. Ja, also und irgendwie war immer was. Ja, Olli muss uns immer Anhänger kaufen. Aber da hatten wir zumindest die Funktion. Ach, scheiße, das weiß Dette bis heute nicht, ne? Das war geschiedet. Ja. Nett, wir müssen dir was beichten. Hat er sich verplappert, der Olli. Nett, damals auf PC. Ganz am Anfang, wo du gesagt hast, wir holen uns keine Mods. Keine Cheat-Mods vor allem, ne? Ja, also nicht so Money-Dings da. Aber wir haben mal versehentlich eine gewisse Zeit. Weißt du noch, wo wir gesagt haben, wir haben ganz viel Geld gemacht, dass wir dadurch uns gute Maschinen holen konnten? Ja, ich weiß schon. Wir haben tatsächlich den Geld. Genau. Ja! Olli wollte sich den Geld anschauen. Und der Preis ist so toll. Man hat irgendwie Steuerung Z oder irgendwas hat man gedrückt, dann kam es ja, ne? Und irgendwie ist die Taste klemm geblieben. Also, irgendwie habe ich die dauerhaft. Also, ich wollte eigentlich nur 500.000 machen und dann waren es 50 Millionen. Wenn du hast einen nervösen Finger gehabt, Olli. Olli, ja. Das brauchtet ihr mir nicht sagen. Schon alleine du und Zuckerrüben, ja, wohlgemerkt, Zuckerrüben Dauerernten. Das habe ich dir damals schon nicht abgenommen. Ich habe es dir nur nicht gesagt. Ach so. So, wir haben Geld bekommen. Weil du hast doch dafür gar keine Geduld. Naja, sagen wir es mal so, dir ist schon sicherlich aufgefallen, dass wir ziemlich schnell, wo du offline warst, wir ziemlich schnell genug Geld zusammen hatten für Windkrafträder. Stimmt. Da standen ja drei Stück, glaube ich. Auch. Ja, richtig. Und die haben 1,2 Millionen gekostet. Ja, und wir hatten noch nicht mal annähernd eine Million. Steffi? Ja? Wollen wir dem Olli sagen, wie wir zu 160 Millionen gekommen sind auf Unkrarrensch? Mit Sojabohnenernte, die ganze Nacht durch. Guten Nacht! Guten Nacht, Jason! Ich wusste nicht, dass du da bist. Hi, Jason! Guten Nacht! Stimmt! Olli, entschuldige, wir haben ja natürlich nicht gecheatet. Also, wir haben nur Soja gemacht. Soja, 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 Soja. Und? Vor allen Dingen Soja. Genau. Bis irgendwo mal langweilig wurde. Und wo der Preis ganz gering beim Soja war, haben wir den Geldmod aktiviert. Aha! Ja. Ey, die Kühe, ne? Die wussten nicht mal, wo sie laufen sollten, so hat das geleuchtet. Ja. Aha! Mit ganzen Kuhstämme mit Soja mit dem Geldmod vor dem Platz. Nein, sowas würde ich mal niemals drauf machen. Okay, hast du aber gar nicht. Du warst mal kurz offline, ja, und Stefan hat das kurz gemacht. Olli, das ist meine Map.
Ah, ach du! Also von dir hatte ich das Olli? Damals gedacht, ja? Meine Map ist pleite gegangen. Vor allem, weißt du wie? Hey, Herr Steffen, Ihre Map, Sie haben 80 Millionen Schulden. Wie haben Sie es gemacht? Hui! Mit einer Aldi-Tüte im Schneeberg runter. Hui! Und was tun Sie dafür, um das wieder abzuwenden? Hui! So habe ich das auch bei meiner Insolvenz damals gemacht. Ach, bist du auch mit Aldi-Tüte in den Schneeberg? Hui! Olli, wie willst du das denn wieder gut machen mit deinem Bewinn? Hui! Hui! Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau, es sind genau noch 8 Ballen. Da. Das geht genau auf. Das nennt man eine sehr gute Ballenberechnung. Ups. Yay, Ratte, wer die Wäsche nicht aufgehängt hat. Ups. Also, Olli. Ja, ich bin ja hier bei euch und so. Olli, du musst irgendwas dir im Gesicht klatschen. Du bist so blass, oder? Ja, ist zu blass. Als wäre er nur nicht kacken gewesen. Nein, der Fernseher strahlt sehr viel. Schatz, der Punkt ist, Olli hat sich heute mal nicht geschminkt. Ah, ist doch richtig. Ich bin ja normalerweise, laufe ich immer als Leiche rum. So. Ich hab's geschafft, ich hab alle Strohballen. Und wie hast du das gemacht? HGW, hast aber keinen. Olli, wie hast du das mit den Strohballen geschafft? Hui! So in etwa, genau. Also, Olli, hast du heute einen Drückerle gemacht oder nicht? Na, einmal am Tag. Für circa 10 Sekunden, das geht ganz schnell bei mir. Was ich sagen wollte. Hui! Mit den Ballen, gab es nicht mal irgendwie so einen Vollidiot, der sich von so einem Strohballen überrollen lassen hat? Also ich weiß nicht. Ich habe auch was im Video gesehen. Ich muss mir die alten Videos mal wieder reinziehen. Ja. Aber da gibt es irgendwo eine Tradition, da jagen sie die Strohballen in die Berg runter und die Leute rennen davor und dann überrollt man die. Ja, aber da passiert eigentlich nichts. Ne, eigentlich nicht. Na, ich würde es dann ein bisschen krimineller machen. Ich würde ja dann noch Messer. Obwohl, wenn du so ein Ding mit 30 km/h in die Fresse kriegst, dann tut es auch weh. Ey, wo wir jetzt gerade vom Drückerle reden, ich bin mal kurz AFK. Jo. Ich wünsche dir viel Glück, du schaffst das. Guten Rutsch. Guten Rutsch. laufen lassen. Da mache ich mir sowieso keine Gedanken mehr, seitdem ich Porridge esse. Nein, Flutsch. ich sag scheiß Unterdruck. Haben wir Schafe? Nee, wa? Glaub nicht. Nee, wir haben noch nicht mal ein einziges Tier, nicht mal annähernd. Keine Kühe, keine Hühner. Soll ich mal eine Wette suchen gehen, Olli? Olli, kauf dir mal eine Kuh und zeig mal den Leuten, wie die aussehen. Das sind nämlich die südamerikanischen. Sehen die anders aus? Das sind Rinder, Das sind richtige südamerikanische Rinder. Kann man ja dann im nächsten Stream machen. Gegenverkehr, Olli, Gegenverkehr. Netti, nimmst du uns gerade mit auf Klo? Ja, sie ist auf dem Klo. Mit uns. Ja. Ich höre euch, aber ihr hört mich nicht. Plumps. Genau, während das Mikrofon einmal plumps. Machst du aber ein feines Trinkerchen. Ja, fein. Das machst du ganz toll. Ich bin gerade mal in Fahrt reingekommen, ja? Also ein bisschen Geduld noch, ja? Oh, du bist ja schon so ein großes Mädchen. Machst du ein feines Tröckerle? So. Dann kommt's euch mal, Schatzi, abwischen. Dani schreibt gerade Hochlandrinder. Ja, ich kann mal kurz gleich. Ich glaube, gleich ist er fertig. Aber ich glaube, der Kuh schaffen wir uns immer am nächsten Mal an. Und ihr wisst ja, der LS17 Stream kommt ja regelmäßig, einmal im Jahr.
Oha. Das ist ja das Jahr auch schon vorbei und. Das heißt, am 24. Ja. Januar 2019 machen wir dann weiter. Allerdings damit alles 19 wahrscheinlich. Ja. LS18 gibt's da auch schon. Ich muss jetzt. Na, LS18 gibt's schon seit letztes Jahr Oktober, glaube ich. Für das Handy. Gepinkt. Wie hat dann gepinkt? Und LS19 kommt hier im Oktober, glaube ich, ungefähr raus. Und die Beta, glaube ich, schon 3-4 Monate früher. Oh, da werde ich wahrscheinlich nicht beschäftigt sein. Wenn das wirklich klappt. Aber wie das schon Holo erzählt hat, es soll ja dann schon mal die Funktion kommen, dass das. Akaviri. Nicht die Akaviri. Dass das komische Synchronisieren-Zeug nicht mehr kommt. Stimmt. Herzlich, bist du da? Ja. Sollst du die Schuhe bringen? Ich hab das gelesen. Ich hab gerade gesehen, die Soja in den Anhänger ist eine Mogelpackung. Oben sieht es aus, ob ich Soja habe, darunter ist ein riesengroßer Hohlraum. Ich komm mit dem Traktor nicht in die Garage, ich wollte in die Garage reinfahren. Da, wo der Flieger ist? Nee, in der ganz normalen Garage, wo wahrscheinlich nur ein PKW reinpasst. Wie, er ist steinalt, du bist ja nicht steinalt. Also wir sind fast alle kurz vor 18. Der Steffen, der Evos, mein Hasi und ich. Ja, Dani ist um einiges älter. Das könnte unsere Mutter. Nein, Quatsch. So alt bist du noch nicht. So, ich mach mal das Garagentor zu, oder? Bist du meine Mami? Mama! Mama! Bist du meine Mami? Und nein, er ist nicht betrunken. Die sind nicht betrunken, die sind immer so. Kann er nicht betrunken werden, hab er nichts hier. Oh. Habt ihr doch einen Schnaps? Doch alkoholfreien Kräuter habe ich hier. Die sind alles nüchtern. Ihr seid alle über 20. Hab im Leben alles verkackt. So, Olli. Nett feiern, oder? Ja, ich parke jetzt gerade den PKW in der Garage. So. Dann halte ich mal schnell die Erntemaschine an. Garage wird runtergefahren. Tschüss, Auto. Tschüss. So. Weg ist es. Gott bewahre, kommt schon. So. Ich würde dann mal die Karte speichern. Steff, machst du noch gerade noch was, oder? Nee, ich bin fertig. Gut, dann gehe ich erst kurz ins Haus. Übrigens, falls ihr wissen wolltet, wo vorhin Nettie war. Ich zeig's euch. Da! Hier war sie. Und hier hat sie ein Häufchen gemacht. Nettie war ein Ei. Hat sie im Wurschtel gemacht, ein Häufchen. Erwischt. Also würde ich sagen, dann war es das für heute. Danke fürs Zuschauen. Morgen, wie gesagt, kommt dann SSO und ja, Freitag wahrscheinlich dann irgendwann der Konvoi, falls wir den Konvoi mitfahren. Das entscheidet sich dann noch kurzfristig. Ja, die alte Crew verabschiedet sich dann bis zum nächsten Jahr, alles 17, 19 oder 20, 21. Warte mal, alles. Achso, Olli, hast du die Italien-Karte schon geholt? Seit letztes Jahr. Wenn du die Streams verfolgen würdest, dann würdest du sehen, dass ich ETS schon komplett Italien durchgefahren bin. Warum soll er denn die Streams verfolgen? Ja, entschuldige, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit. Außerdem spielst du nur noch Mädchenspiele. Gar nicht wahr, was ist an ETS? Was kostet momentan eigentlich Italien? Weißt du das? Ich glaube irgendwas mit 12 oder 17 Euro. Ah, okay. So. Gut, dann würde ich sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.